an Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit euren Dysonauts. Heute habe ich mir vorgenommen, mit meinem Gast Felix einmal durchzuspielen, wie man von der gekauften Mini zur bemalten kommt. Was Tabletop ist, sollte euch bereits klar sein. Ihr wollt aber jetzt mit dem Spielen loslegen, aber habt gesehen, Mensch, die Figuren, die ihr euch da ausgepickt habt, die sind ja irgendwie alle bemalt und ihr wollt eigentlich auch ganz gerne mit bemalten Minis spielen. Aber wie kommt man jetzt dahin? Felix, wer bist du denn eigentlich und wo findet man dich? Ja, hi, also ich bin der Felix, 36 Jahre alt, aus dem schönen Bonn. Und man findet mich zum Thema Hobby und Miniaturenbemalung und man mich auf Instagram unter dem Handle Felix Wars Wolf oder Felix Was Wolf. Englisch funktioniert Englisch und Deutsch. Genau, und da male ich und poste meine Fortschritte und mein Zeugs. Und ja, genau. Seit wann bist du denn im Hobby und was machst du so alles? Nur Figuren oder auch Gelände? Ja, seit wann bin ich im Hobby? Soll ich ausholen? Hol richtig aus, richtig so von Anfang an. Richtig aus. Wir wollen jedes Detail wissen. Okay, es begab sich also zu der Zeit. Es fing damals an, ich glaube, lass es mal 97, 98 sein. Da war ich so 11, 12 Jahre alt. Und da gab es die älteren Geschwister von Freunden, die irgendwie einen Haufen Zinn- und Plastikfiguren weniger gut bemalt hatten und Warhammer gespielt haben. Und uns hat das damals halt auch irgendwie angefixt, wie das so war. Da gab es in Bonn auch noch ein paar Läden, die das verkauft haben. Und dann habe ich all mein Taschengeld und meine Weihnachtscredits quasi in Warhammer investiert. Das müsste dann so 40k, zweite Edition gewesen sein. Ein bisschen Fantasy auch, aber vor allem Armeebücher gekauft, weil das war das Einzige, was man sich so wirklich leisten konnte. Ja, hab's da aber nie zu einer Armee oder irgendwas geschafft, aber hatte so ein paar Miniaturen und ein paar Farben. Hab mir viel Armeelisten zusammengestellt, aber nie gespielt oder diese Armeen tatsächlich irgendwann besessen. Ja, wie das so ist, ist das dann mit 14 Jahren lief das so aus und dann kam eher die Musik als Hobby dazu und dann war es das erstmal mit Warhammer und genau, hab das nie so richtig weiterverfolgt. Habe aber immer mal zwischendurch so reingeguckt bei GW auf der Website, was es so Neues gibt, ne? Aber nie irgendwas gekauft oder irgendwas gemacht. Ja, und dann das Jahr 20, was haben wir jetzt, 23? Ja, 21. Ja. Genau, Pandemie. Ja, jetzt mit 23 und Ende 21, Pandemie voll im Gange, alle zu Hause. Ich ja mittlerweile auch Kinder und immer so lange am Tisch gebastelt und ich saß daneben und dachte mir, ja, ich sitze hier, was mache ich? Das Handy gucken? Nee, ist auch kacke, was malen? Ja, das wäre noch eine Idee, was basteln, was gibt's denn da? Dann habe ich irgendwie wieder an Warhammer gedacht und dann kam das irgendwie so ins Rollen. Dann bin ich einmal spontan in den Laden gegangen und habe gesagt, so, ich will jetzt was davon haben. Was kann ich hier kaufen? Und dann habe ich mich so langsam mit Zeugs eingedeckt. Das war Ende 21. Und richtig angefangen habe ich dann Anfang 22 wieder mit Warhammer nach, ja, 23 Jahren Pause. Und meine alten Sachen besitze ich fast noch.
Oh, das ist natürlich richtig cool. Ja, das ist so ein Thema, was viele Hobbyisten, die wiederkommen, irgendwie nicht loslässt. Es war bei mir ja auch so ganz ähnlich, dass ich da auch vor ewig Zeiten schon mal mit angefangen hatte, aber es dann nie weiterverfolgt habe. Aber so richtig losgelassen hat es mich auch nie. Und aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Nur damit wir schon mal so einen kleinen kurzen Vorausblick vielleicht finden können. Wie genau hast du damit wieder angefangen? Also was hast du dir denn alles für Zeugs dann da in deinen Warenkorb reingepackt, um dann im Prinzip mit der Miniaturbemalung wieder anzufangen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, erstmal habe ich so ans Malen tatsächlich nur so halb gedacht und so erstmal mal das Thema Figuren zusammenbauen und da, oder beziehungsweise spielen auch, obwohl ich jetzt auch keinen Spielpartner hatte. Aber ist ja egal. Erstmal wollte ich so ein paar Miniaturen besitzen. Man hat ja, wenn wir jetzt mal bei Games Workshop bleiben, gibt es ja so ein paar, ja, Starterboxen. Auch sage ich mal, die Starterboxen sind relativ günstig für 30 € oder so, da sind dann ein paar Space Marines und ein paar Necrons drinne. So, und im Prinzip musste ich mir dafür nichts mehr kaufen, weil zu Hause irgendwie ein altes Teppichmesser oder ein Küchenmesser und ein bisschen Sekundenkleber, und damit konnte ich die dann schon aus dem Gussrahmen lösen und zusammenbasteln. Ja, und als nächster Schritt kam dann das Bemalen und dann ja, bemalen, mal geguckt, was gibt's, Pinsel, oh ja, Army Painter ist immer günstig, so bei Amazon geguckt. Was brauche ich noch? Farben. Ja, da habe ich dann bei eBay Kleinanzeigen geguckt und bin da auch fündig geworden. Da hat einer so ein Megaset Army Painter Farben für 40 € verkauft. Die habe ich mir dann einfach gekauft. Da stand dran, ein paar Farben geöffnet. Im Großen und Ganzen funktioniert. Dann dachte ich mir auch, ja, reicht. Da waren Metallfarben drin, Washes, normale Farben. Wie gut die Farben taugen oder nicht, ist ja ein anderes Thema. Ja, und dann war ich erstmal ausgestattet mit Pinsel, Farben, Sekundenkleber und ein Seitenschneider und ein Messer. Und mehr habe ich jetzt dann erstmal. Ja, das klingt doch eigentlich schon mal nach einem soliden Einstieg. Und das ist halt im Endeffekt auch ein ganz gutes Beispiel für das, was als Ergebnis aus dieser Folge eventuell herauskommen könnte. Im Endeffekt einfach nur aufzeigen, welche Wege es überhaupt gibt und was man überhaupt alles brauchen könnte. Das wird hier jetzt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das ist der perfekte Weg, um mit Miniaturenbemalung einzusteigen. Das wollen wir hier gar nicht liefern, sondern einfach nur an die Hand geben, welche Möglichkeiten es gibt, welche Methoden es gibt und wie es am besten gelingen kann, wenn man sich die ersten Figuren im Hobbystore oder wo auch immer kauft, dass man, wenn man zu Hause angekommen ist, sofort loslegen kann und durchstarten kann, dass man möglichst schnell einfach erstmal die erste bemalte Figur auf den Tisch bekommt. Und eins kurz vorweg. Es kann auf jeden Fall wichtig sein oder auch lohnenswert sein, sich zu den erwähnten Schlagworten und vorgeschlagenen Herangehensweisen im Nachhinein noch mehr Infos einzuholen, wie zum Beispiel Videos zu schauen. Allerdings gibt es bei dem Videos schauen einen Stolperstein, auf den mich Felix vor der Aufnahme hingewiesen hat. Vielleicht willst du das einmal näher erläutern, was das für ein Stolperstein ist und was du den Leuten raten würdest, wenn sie sich Tutorials auf YouTube und oder anderen Videoplattformen anschauen wollen. Ich habe ja bevor, ich glaube, das war tatsächlich, bevor ich selber gemalt habe, habe ich mir auch so spät abends über YouTube diverse, ja, Warhammer-Maler angeschaut, wie die ihre Miniaturen bemalen. Das habe ich, war auch tatsächlich vor meinem Einstieg wieder und dachte dann auch, oh geil, das sieht ja richtig, weil das gab es halt früher in den 90ern nicht, sage ich mal so. Da haben wir die einfach bemalt und hatten keine Ahnung davon, warum unsere Figuren nicht gut aussehen. Mittlerweile gibt es ja zig Social Media und YouTube-Maler, wo die Figuren halt am Ende halt richtig, richtig gut aussehen. Und das ist natürlich dann auch, gerade wenn man anfängt, schwierig. Da muss man so ein bisschen differenzieren. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen beim Malern und auch unterschiedliche Endergebnisse. Und man wird als Anfänger das oft nicht kopieren können. Also da machst du das Tutorial 1 für 1 nach, aber du hast nicht dasselbe Ergebnis, weil dir einfach so ein Grundwissen fehlt oder einfach diese
10.000 Stunden Übung, bis du ein Meister wirst. Da kannst du es noch so gut von YouTube kopieren. Es sieht einfach nicht genauso aus. Das ist so ein bisschen die Gefahr, dass man da nicht schnell frustriert, weil man das nicht genauso gut hinkriegt. Und es gibt so ein paar gute Anfängermaler. Das sieht man auch relativ schnell. Am besten, je basic gut die Figur aussieht von diesen YouTube-Videos, desto leichter ist es nachzumalen, wie jetzt. Sag ich mal, die Videos vom Warhammer Channel selber. Die Qualität jetzt hin und her und die Herangehensweise, ne? Da gibt es ja verschiedene. Oder, sag ich mal, der Duncan, wer ist der Duncan Rhodes, glaube ich, ne? Genau. Der hat auch ein relativ, der ist ja, ich meine, der kommt ja auch von Warhammer oder Peachy, hat er ja jetzt auch ein eigenes, auch ein alter Warhammer-Maler. Die haben halt eine relativ simple Herangehensweise, immer mit so ein paar Schritten, die man ganz gut nachmachen kann. Und mein erstes Duncan Rhodes Tutorial, was ich an meinem von meinen 90er Minis ausprobiert habe, bevor ich mir dann neue Minis gekauft hatte, das sah dann auch nicht danach direkt gut aus, meine erste Mini. Mal, die sah genauso gut aus wie die aus Ende der 90er, wo ich 12 war. Dann dachte ich mir auch erst so, oh, okay, da gehört irgendwie doch ein bisschen mehr Übung hinter. Und ja, also nicht zu viel von diesen Tutorial-Videos gucken, sich eher mit so einzelnen Dingen beschäftigen, mit so ein paar Grundlagen und dann aber auch mal liegen lassen. Ist vielleicht noch so als reines Entertainment gucken, aber nicht denken, dass man es genauso kopieren kann, sondern eher dann so ein gut genug Ansatz, weil ich schon mal gesagt, sondern ja, ich habe das jetzt mal ausprobiert, wie macht man so einen Umhang an? Oder so bestimmte Themen raussuchen. Das ist immer so meine Herangehensweise. Oder war auch. Also im Endeffekt nicht den Anspruch an sich haben, dass man gleich die erste Miniatur wie ein Meistermaler oder eine Meistermalerin bemalt, sondern erstmal langsam rantasten im Endeffekt. Genau. Also wenn man mal Meistermaler, also wenn das jetzt jemand hört, der sagt, ja, was ist denn jetzt ein Meistermaler unserer Meinung? Das kann ja auch jemand andere Meinung sein und welcher nicht, aber ich sag mal so, José da Vinci ist so ein Meistermaler und Ángel Giraldes oder wieder, sind die ganzen Spanier. Das sind tatsächlich alles so viele von den Meistermaler, Elmin, Ja, aber die haben ja auch den Bonus. das spanische Wasser. Ja, genau. Das ist einfach deren Geheimrezept. Da können wir sowieso nicht mithalten. Das sagen die auch, glaube ich, selber immer. Ja, tut uns leid, das ist das spanische Wasser, das macht das Ja. einfach alles besser. Ja, dann, und da halt die Basic-Maler, ist das, wenn das jetzt, ja, Duncan Rhodes oder Peachy oder Warhammer Channel, das ist eigentlich immer so relativ basic einfach aufgebaut. Man kann auch immer gut die Farben dann nachkaufen. Bei Warhammer Channel, die wollen die auch natürlich, dass man dann die Zitadellfarben kauft. Aber es hat mir am Anfang auch geholfen, sich daran so zu orientieren. Ja, das ist vielleicht auch, um sich so einen Horizont zu setzen, gar nicht so verkehrt, dass man sagt, okay, wenn ich irgendwann so weit bin, dann möchte ich mal irgendwann auf diesem Level sein, aber man sollte sich auch im Klaren sein, dass das vielleicht auch ähnlich wie mit vielen dieser Dingen, wie, was weiß ich, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Instrument lernen, dann wird man auch nicht gleich als erstes Übungslied irgendwie das komplizierteste Riff mit irgendwelchen Solos lernen, sondern vielleicht erstmal Standardakkorde, bevor man sich an sowas Genau, rantastet halt. kannst dich mit Dragon Force anfangen, wenn du anfängst, Gitarre zu spielen oder so. Ja, ist schwierig, ist schwierig. Es wird vielleicht Genau, Ausnahmetalente genau. geben, die das irgendwie Ja. hinkriegen, aber in der Regel. Spielst du erstmal Smoke on the Water und dann bist du. Genau, Und so genau. muss, ne, so ist das mit jedem Skill irgendwie. Und zum Malen gehört Ja, halt auch klar. Skill dazu. Und klar gibt es da vielleicht auch Talent und manche, die gibt welche, die malen schneller. Es ist auch so ein bisschen Instagram. Vorsicht, es gibt Leute, die machen super schnell in einer guten Qualität. Es gibt Leute, die brauchen pro Mini-Wochen oder nehmen sich dafür auch Zeit. Und da ist echt, habe ich gemerkt, jeder total unterschiedlich an seine Ansprüche an sich selber, aber auch einfach, wie schnell er mit dem Handwerk ist. Ne? Ohne dass der schneller ist, jetzt am Ende besser ist oder umgekehrt, sondern einfach jeder hat da so eine andere Herangehensweise. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe da zum Beispiel auch mal ein Interview mit einem Golden Demon-Gewinner gelesen und der meinte halt, wenn man, das war halt seine Aussage jetzt, ich zitiere mal laut, wenn man nicht mindestens 300 Stunden in eine Mini reingesteckt hat, dann braucht man sich gar nicht erst beim Golden Demon anzumelden. So, also das ist dann so auch das Maß an Arbeit und Zeit, was man im Endeffekt in so ein High-End, in so eine High-End-Bemalung dann reinstecken müsste. Und das ist aber gar nicht das Ziel, was wir hier heute ins Auge gefasst haben, sondern uns geht es wirklich darum, um das nochmal ganz klar zu sagen, wie komme ich einfach von dem Bausatz, den ich mir im Laden kaufe, zu einer grundlegend bemalten Miniatur. Und da reichen auch meinetwegen erstmal nur drei Grundfarben. Was brauche ich dafür alles? Genau. Und was sind erstmal die ersten Schritte? Und was muss ich auch alles beachten? Dann kommen wir doch auch mal direkt jetzt zum Eingemachten. Im Endeffekt ist es ja so, man steht im Laden vorm Regal, man hat sich seine Figuren ausgesucht. Aber was kann es denn überhaupt alles für Figuren geben? Du hast ja gesagt, du hast dir GW-Bausätze gekauft, richtig? Genau, ja. Das sind ja dann Plastik-Bausätze. Plastik, ja. Früher war es ja auch mal stellenweise Zinn oder dieses Weiß, nee, Zinn, Weißmetall, ne? Ja. Aber haben sie ja mittlerweile nicht mehr, ist alles Plastik. Da war ich auch erstaunt, was das Plastik so in den letzten 20 Jahren, was das an Qualität gewonnen hat, ne? Im Guten wie im Schlechten. Ja, die Gussqualität ist auf jeden Fall massiv besser geworden, was natürlich aber leider auch zu einem inflationären Gebrauch von Details geführt hat, Ja. was Mit auch wieder Tischchen und Fluch und Segen Gürtelschnallen ist. und Ja, ist Fluch und Segen zugleich. genau, ein bisschen overdesigned. Da kommen wir in einem späteren Schritt auf jeden Fall nochmal drauf zurück. So, jetzt gibt's aber nicht nur Bausätze aus Plastik, sondern vielleicht hat der ein oder die ein oder andere von euch auch Bekannte oder Freunde, die einen 3D-Drucker haben. Die könnt ihr sonst auch einfach mal anhauen, dass die euch vielleicht mal was drucken. Es gibt noch Anbieter auf Plattformen wie zum Beispiel Etsy oder eBay, die gedruckte Miniaturen anbieten. Da handelt es sich in der Regel um UV-Resin. Dann gibt es schon fertige Figuren, nenne ich es jetzt einfach mal, wie zum Beispiel von WizKids für Dungeons and Dragons, die sind dann teilweise schon grundiert. Oder vielleicht habt ihr euch auch einfach einen Dungeon Crawler ausgesucht mit 60 Figuren drin und wollt die aber eigentlich auch ganz HeroQuest, gerne. ne, glaube ich so. Genau, zum Beispiel. Und manche wollen auch selbst diese Figuren, die dann eventuell vielleicht auch aus PVC sind oder ähnlichem, auch bemalt auf den Tisch stellen. Ja, es ist dann ja auch so ein bisschen das Spielsystem, gibt natürlich so auch so ein bisschen vielleicht die Miniaturqualität vorne, wie du schon gesagt hast, möchte ich jetzt tatsächlich Warhammer spielen und dann meine Entscheidung, ja, will ich 40K oder Age of Sigmar, beziehungsweise Fantasy dann, früher Fantasy spielen oder will ich einen Dungeon Crawler spielen? Was habe ich damit später vor? Jetzt so an meinem Beispiel nochmal, ich hatte mir quasi 40K-Figuren gekauft, weil das so ein bisschen Impulskauf war. Und dann am Ende dachte ich mir, okay, so Space Marines und Necrons, was gibt's denn noch so ein 40K? Und da habe ich dann so ein bisschen durchgescrollt, dachte mir, ja, irgendwie gibt es da nur Space Marines gefühlt. Ne? Also die Ranch Sind war, auf jeden Fall am fand ich, prominentesten, ja. genau, die Ranch so ab Space Marines in allen Farben des Regenbogens, ja, manchmal mit ein paar mehr Gürtelschnallen, manchmal mit ein paar weniger. Und bin dann relativ schnell, ich wusste, ich kannte noch Warhammer Fantasy Battle von früher und bin dann, mir war nicht klar, dass das jetzt Age of Sigmar ist, hat mich dann aber auch nicht gestört, wie vielleicht manche andere, die das nie verlassen haben. Und habe dann aber gesehen, dass die Figuren da halt was vielseitiger sind und was abgedrehter und ja, so ein bisschen, sage ich mal, kreativer, meiner Meinung nach jetzt als die 40K-Sachen. Und dann bin ich da schnell rüber gewechselt. Ja, genau. Also wichtig ist, sich vorher vielleicht, obwohl ist es gar nicht so wichtig, sich vorher zu überlegen, was möchte ich damit spielen oder so, sondern erstmal, die Figur sieht geil aus, ich habe Bock, was zu bemalen, die bemale ich jetzt. Ohne vielleicht schon all in, ich kaufe mir jetzt für 500 € eine Space Marine Armee und
Und dann bemalst du zwei, drei Space Marines und denkst, boah, verdammt, das macht gar keinen Spaß. Sondern erstmal so ein bisschen hier was, bisschen da was. Und da ist auch eBay ganz gut. Oder selber drucken oder drucken lassen. Oder du kramst dann doch das Hero Quest aus dem Schrank aus und denkst, ach, die können wir ja eigentlich mal bemalen. Und ja, das finde ich so einen ganz guten Ansatz. Erstmal malen, worauf man Lust hat. Definitiv. Also, worauf ich allerdings dann noch zusätzlich hinaus will, ist ja im Endeffekt, dass wenn wir uns verschiedene Bausätze oder 3D-Druckminis besorgen, dass es dafür natürlich auch unterschiedlicher Werkzeuge bedarf und unterschiedlicher Herangehensweisen. Weil häufig ist es zum Beispiel so, wenn man sich fertig 3D-gedruckte Minis kauft, die kann man auch so sich direkt auch fertig bestellen. Also da braucht man dann auch nicht mal Kleber mitzukaufen, weil selbst das dann theoretisch schon erledigt ist. Im Endeffekt ist es ja so, dass wir halt drei Hauptmaterialien eigentlich vorfinden, wenn wir uns dann so in den Miniaturenladen begeben. Und das sind Resin, Plastik und Metall. Das sind ja eigentlich so die drei Säulen der Miniaturenlandschaft zurzeit zumindest noch. Also Seocast würde ich jetzt noch mal rausnehmen, weil das ist noch so neu und frisch. Das wird man jetzt nicht in jedem Hobbystore schon direkt finden. Zumindest ging es mir bisher noch so, deswegen da kann ich auch noch gar nicht wirklich was zu sagen. Ich weiß nicht, hast du schon mal mit einer Seocast-Miniatur in der Hand gehabt? Nee, gar nicht. Also ich hatte auch bisher nur die drei, die du gerade genannt hast, tatsächlich Metall, noch meine alten Figuren, Plastik, alles, was ich so neu kaufe und Resin, was ich jetzt an gedruckten gekriegt habe. Aber das Seocast sagt mir noch gar nichts. Ja, und wenn du dann so einen Bausatz vor dir liegen hast, was sind denn dann die Arbeitsschritte, die du dann so durchgehst, um aus diesem Bausatz dann eine Figur zu bekommen? Und welche Werkzeuge benutzt du dafür? Wenn ich den Bausatz vor mir liegen habe, dann brauche ich einen Seitenschneider. Das ist so eine spitze Metallschere oder Plastikschere. Ich kenne das noch. Ich hatte das mal im alten Gitarrenkoffer da drin, um meine Gitarrenseiten zu kürzen. Eine ganz spitze Zange. Die gibt es in verschiedenen Qualitäten und von verschiedenen Herstellern. Ich habe ganz den großen Versandhandel aus dem Internet da zu Rate gezogen und habe mir dann für 2, 3 Euro so einen Seitenschneider dann da bestellt, den ich auch eigentlich immer noch benutze. Gibt's natürlich auch von den Herstellern von Army Paint, hat einen eigenen Citadel, verkauft einen eigenen, kriegst du für 5 Euro oder 3 Euro auch im Baumarkt. Braucht man, reicht also das zu investieren, also weiß ich nicht, 3 bis 5 Euro für einen Seitenschneider. Ein Hobbymesser, das kann quasi so ein Skalpell-ähnliches Messer sein, wo man die Klinge wechseln kann. Und Kleber, das kann Sekundenkleber sein, das kann Plastikkleber sein. Da gibt es ja auch verschiedene Marken. Ich habe mit Sekundenkleber angefangen und benutze jetzt mal das eine, mal das andere. Genau, aber im Prinzip die Zange, das Messer und ein Kleber. Soll ich ja noch verraten, wofür ich das brauche? Da kommen wir gleich noch zu. Im Endeffekt ist es so, Okay. bei den Zangen ist es ja im Endeffekt so, je flacher und je schärfer der Kopf ist, desto näher kann ich quasi an dem Gussrahmen, an der eigentlichen Figur im Endeffekt den Schnitt setzen und habe dann weniger hinterher zu säubern. Deswegen, es kann schon einen Unterschied machen, aber im Endeffekt, das ist dann eher auch wieder was für Fortgeschrittene, dass man sich über sowas dann einen Kopf macht, nur um es mal erwähnt zu haben, auf jeden Fall. Und wo wir gerade bei Kleber schon mal sind, das ist halt auch noch eine kleine Randnotiz, die vielleicht auch wichtig sein kann. Gerade bei Plastikbausätzen hat man halt den Vorteil, dass es kann ein Vorteil und auch ein Nachteil sein, dass der Plastikkleber einem einmal mehr Zeit gibt, nachzujustieren, wenn man den Bausatz zusammenklebt, weil der Plastikkleber im Endeffekt
den Kunststoff anschmilzt, so muss man sich das vorstellen, und dann wie so eine Art Schweißnaht bildet. Und in dem Moment, wo das noch angeschmolzen ist, das Material, hat man halt noch genügend Zeit, den Bausatz noch so ein bisschen fein zu justieren, wenn man mit der Position eines Armes zum Beispiel noch nicht so ganz zufrieden ist. Das ist jetzt bei vielen modernen GW-Bausätzen gerade gar nicht mehr so sehr das Problem, weil die häufig jetzt mittlerweile mit so einem Easy-to-Build-System daherkommen, wo man die einfach nur zusammenstecken muss. Im Endeffekt, da kann man gar nicht mehr so viel falsch justieren. Also ich habe ja zum Beispiel hier meine Kornberserker, die alten, zusammengebaut. Das ist halt wirklich noch so, ne? Da hast du die Torsi und da hast du die Beine und da hast du die Arme und da hast du die Köpfe, alles einzeln. Und da war das schon hilfreich. Die sind ja so flach abgeschnitten, die alten Sachen. Die haben ja quasi nur so eine flache Fläche auf flache Fläche. Und selbst die von den neuen Modellen, die jetzt nicht dieses Push-to-Fit, heißt es, glaube ich, haben, wo du so zusammenklickst, ne, obwohl das auch so semi-gut funktioniert. Ja. Da ist es so, selbst wenn sie es nicht haben, dieses Push-to-Fit, sondern auch quasi Arm geht dran, du kannst Arm A oder B wählen, die haben ja auch dann schon, sagen wir mal, am Torso jetzt so eine Einkerbung und am Arm auch so eine Einkerbung, dass der quasi gar nicht mehr in seiner Armstreckung zeigt er geradeaus oder nach oben, nach unten, da ist er gar nicht mehr flexibel, sondern der passt in einer Position. Man hat doch so eine leichte Einkerbung, die einem hilft, dass der da auch reinpasst, ohne dass er da jetzt schon so festgesteckt wird. Ne? Und diese Push-to-Fit-Sachen haben sie tatsächlich aber auch nur in diesen Einsteiger-Sets. Ah, okay. Wenn du jetzt so eine Grundbox holst, also wie jetzt quasi die letzte von Age of Sigma Version 3.0, das ist ja, glaube ich, die aktuelle, ne? Ja. Da gab es ja diese Dominion-Box und da hatten sie das alle. Jetzt aber in den Battleforce-Boxen, jetzt auch von den Stormcast zum Beispiel, da haben sie das nicht. Das ist jetzt nur in diesen echt Einsteigermodellen, da haben sie das und ansonsten nicht. Ja, dann wäre jetzt nur noch die Frage, was du denn mit diesem Bastelmesser anfängst. Wofür hast du das denn gekauft? Ja, mit dem Bastelmesser, genau, das ist quasi so der erweiterte Arm von der Zange, hat es ja eben schon mal kurz eingerissen, mit der Zange löse ich ja die Modelle nach Anleitung aus dem Gussrahmen. Wie ja schon gesagt hast, je besser die Zange ist, desto näher kann ich am Modell schneiden. Ich mache so, weil ich eine günstige Zange habe, ich schneide ein bisschen weiter weg, das heißt, ich ziehe das Plastik nicht aus meiner Miniatur raus, sondern schneide das weiter weg, habe dann aber so einen kleinen Plastikknubbel da abstehen und den schneide ich dann mit so einem Modellmesser weg. Man hat auch in den Gussrahmen, muss ich ja vorstellen, das sind so zwei Platten, die aufeinander gedrückt werden und da wird das Plastik reingefüllt und dann gehen die wieder auf. Dann hat man auch noch so Gussnähte drumherum um den Modell laufen. Oft sind die dann von den Modelldesignern taktisch so gesetzt, dass man sie nicht sieht. Manchmal sieht man sie aber total und dann muss man die, oder die meisten, oder man sollte es machen, damit es am Ende schöner aussieht, wegkratzen. Das ist immer echt viel nervige, mühselige Arbeit, diese Gussrahmenreste wegzukratzen mit dem Messer. Das geht mit dem Messer so schräg einfach dran herum kratzen. Und auch mit der Rückseite des Messers geht es auch noch ganz gut. Es gibt ein paar Hersteller, die haben extra Gussrahmenkratzer im Sortiment. Wenn wir jetzt wieder bei Games Workshop sind, die kannst du da auch für 30 Euro kaufen, aber kannst es auch theoretisch mit jedem Brotmesser fast machen. Wahrscheinlich sogar besser als mit diesem Gussrahmenmesser, weil das ist relativ dick. Ne? Das ist, glaube ich, so 5 mm dick. Und da kommt man gar nicht so in die Ecken rein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Braucht man auf jeden Fall nicht. Ja, und das macht man dann mit dem Messer. Da säubert man die Miniatur quasi, dass sie rundherum saubere, glatte Flächen hat und keine unnötigen Plastikreste, die jetzt nicht zur Figur selber gehört, ablösen kann. Ja, also bei Resin und Metall ist das natürlich ein bisschen anders. Da hat man allerdings auch häufig noch so, zumindest auch bei den älteren Metallbausätzen, die ich hier noch so rumliegen habe, hat man auch häufig noch so Nasen. Da funktioniert natürlich das ganze Gussverfahren ein bisschen anders. Da hat man halt häufig eher so Formen, wo das dann reingegossen wird.
Und nicht so dieses Spritzgussverfahren jetzt wie bei Kunststoff, sondern das funktioniert alles noch ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz kann man da dann auch mit dem Bastelmesser natürlich beigehen und entsprechend noch so ein bisschen die Teile säubern. Was aber bei Resin wichtig ist, dass es wirklich von Vorteil sein kann, nicht zu versuchen, das mit einem Bastelmesser zu zerschneiden, sondern dass man sich da vielleicht dann doch eher eine Säge zulegt für, weil Resin halt da manchmal auch dazu neigen kann, etwas poröser zu sein und dann halt auch zu zerbrechen, wenn man das versucht, mit so einem Bastelmesser mit Gewalt durchzuschneiden. Und ganz wichtig ist es, egal, ob man jetzt einen Plastikbausatz oder einen Resinbausatz hat, wenn man jetzt eine Feile sich noch dazu holt, was ja auch un unter Umständen wirklich sinnvoll sein kann. Da gibt es zum Beispiel solche aus dem, wie sagt man, Nagelpflegebedarf zum Beispiel, Genau. Fingernagelpflegebedarf, gibt es solche Nagelfeilen auch in ziemlich klein und in ziemlich schmal. Die kann man zum Beispiel nehmen, wenn man kann natürlich auch ganz einfach feines Schleifpapier nehmen. Wenn man das macht, sollte man auf jeden Fall schauen, dass man sich irgendwie eine Staubschutzmaske oder ähnliches besorgt. Also ich habe hier tatsächlich so eine FFP3-Maske mit Aktivkohlefilter, die ich für sowas aufsetze, grundsätzlich einfach, um halt meine Atemwege vor Langzeitschäden zu schützen, weil natürlich wird man nicht sofort tot vom Stuhl fallen, weil man das nicht macht. Aber es sind halt unabsehbare Langzeitfolgen, die bei Schleifarbeiten oder Schmiegelarbeiten mit diesen ganzen Kunststoffen, mit denen wir hier zu tun haben, entstehen können. Und das sollte man nicht unterschätzen, weil man es im Zweifel erst bereut, wenn es schon zu spät ist. Und deswegen Safety first, das ist auch nochmal ganz Jeden wichtig. Fall. Gerade wenn man halt wenn man mit solchen Materialien arbeitet, kann das jedenfalls nicht schaden. Also man muss es nicht machen, aber ich kann es nur wirklich jedem ans Herz legen, sich da entsprechend vorzubereiten. So, jetzt habe ich meinen Bausatz hier, zum Beispiel, wenn es jetzt Kunststoff ist, aus dem Rahmen geklippt. Ich habe die Grate gereinigt und auch alle anderen störenden Elemente beseitigt oder auch bei meinem Resinbausatz. Da fällt mir noch was ein, was natürlich noch wichtig ist. Gerade wenn es jetzt um das Standardresin geht, was man im Prinzip im Handel zu kaufen bekommt, wie zum Beispiel jetzt von Forge World. Das hat immer noch einen sogenannten Release Agent mit dran. Das ist im Endeffekt so ein Zeug, womit die Form vorher eingesprüht wird, damit man dann hinterher den fertig gegossenen Bausatz besser aus der Form bekommt. Aber dieses Zeug, das bleibt dann meistens noch an den Bausätzen haften und sorgt dafür, dass die Farbe nicht so richtig hält, also selbst die Grundierung. Und deswegen sollte man im Bestfall diese Resinbausätze, bevor man anfängt, die zu bemalen, erstmal noch in Wasser mit oder ähnlichem einlegen und dann mit zum Beispiel mit einer Bürste oder man kann auch eine Zahnbürste oder was auch immer nehmen und dann abschrubben, dass man halt diesen Release Agent los wird, damit man dann eine gute Zeit hat, die Figur zu bemalen. Wobei ich der Meinung bin, dass ein Resinbausatz vielleicht sowieso nicht unbedingt das einsteigerfreundlichste ist. Also da ist so ein Starter-Set, wie du sagst, von GW natürlich am besten noch so mit geeignet. Aber es geht ja hier nicht darum, einen Leitfaden zu geben, wie ich am besten damit einsteige, sondern was einfach, ich habe mir das ja schon selber überlegt, was ich da für eine Figur bauen und bemalen will. Und wir wollen und das hier soll einfach nur eine Hilfestellung sein, wie man dann weiterkommt. So, das heißt, ich habe jetzt meinen Resin, Plastik, Metall, Bausatz, wie auch immer. Ich habe den aus dem Rahmen geklippt. Ich habe den gesäubert, sowohl das Resin mit Wasser und Spüli, als auch irgendwie Plastik die gekratzt. Grate, genau, das Plastik, die Grate runtergekratzt. Wie gehst du denn dann jetzt weiter vor, wenn du all diese Schritte vollzogen hast? Bist du eher so der Typ, der dann sagt, okay, ich baue jetzt die Figur zusammen, grundiere und bemale? Oder ist dir auch das sogenannte Sub-Assembly, sagt dir das auch was? Ja, das sagt mir auch was. Wenn ich die erstmal auseinandergebaut habe, natürlich nicht alles auf einmal aus dem Rahmen lösen. Schon mal Vorsicht, das ist mir einmal passiert, ganz, ganz am Anfang.
Da dachte ich, ich löse jetzt alles aus dem Rahmen und säuber das. Und dann gucke ich, ach verdammt, das hat ja eine Anleitung und Nummerierungen und wie Ja. baue ich denn die jetzt zusammen? Das ist bei den neuen Figuren nicht mehr so einfach. Ich war noch so bei den alten, nicht mehr so einfach, die dann zusammenzubauen. Und genau, weil die ja alles so eigentlich fast individuell sind mit ein paar Optionsmöglichkeiten an verschiedenen Köpfen. Aber das ist dann pro Figur hat man dann Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein Arm links, Arm rechts, Torso, Beine, Kopf. Und ich löse das immer alles pro Figur einmal alles raus und dann baue ich die Figur zusammen. Und dann, das kommt aber auch so ein bisschen mit Erfahrung, was du ja schon gerade gesagt hast, Sub-Assembly bedeutet im Prinzip, baue ich die Figur komplett zusammen und nehme in Kauf, dass ich vielleicht nicht mehr den Brustkorb, der sich hinter dem Arm befindet, bemalen kann oder das Bein, was unterm Umhang ist, was komplett modelliert ist. Aber im Prinzip komme ich beim Malen mit dem Pinsel nicht mehr dran, weil ein fetter Umhang davor ist oder ein Schild, was sich vor einem Arm befindet. Dann kann ich natürlich den Unterarm nicht mehr anmalen. Und da kann man ein bisschen vorplanen, ist aber, glaube ich, so ein bisschen, so muss man ausprobieren. Ich würde erst immer empfehlen für einen Anfänger, bau das komplette Ding zusammen und dann und leg los. Und später wird man merken, oh, da bin ich jetzt schlecht angekommen, das war irgendwie blöd, hätte ich anders machen können. Also ich persönlich mache es mittlerweile so, so viel wie möglich baue ich zusammen. Wenn es geht, lasse ich die Köpfe ab, weil oft haben die hohe Kragen oder auch so Nackenkragen, wo man dann echt schwer noch dran kommt und die Arme lasse ich teilweise weg, wenn jetzt ein Schild dran ist oder die Waffe so vorm Brustkorb hängt, dann lasse ich die auch erstmal weg und klebe die mir auf den Korken drauf. Muss dann aber gucken, dass ich die natürlich irgendwie beisammen halte. Was auch noch geht, da kommen wir wieder zu den Klebern vielleicht, wo wir auch gerade beim Zusammenbauen sind. Das, was ich weiß, was auf jeden Fall zusammengehört, mache ich mit dem also mit diesem Plastikzementkleber, der das, wie du schon gesagt hast, so verschmilzt und Dinge, die ich später vielleicht lösen möchte, wo ich es noch nicht genau weiß. Aber ich will nicht, dass der Arm nochmal einzeln irgendwie in der Dose rumfliegt, wo ich die aufbewahre, weil ich sie nicht direkt bemale, sondern die ich möchte schon, dass die an der Figur sind, die mache ich mit einem ganz, ganz kleinen Tropfen Sekundenkleber. Und das kann ich dann später im Prinzip einfach abbrechen, weil der lässt das Plastik nicht miteinander verschmelzen, sondern hat halt eine klebende, ganz dünne Schicht. Wenn ich dann nur so einen kleinen Tropfen dran mache an einer Ecke, dann hält das auch. Aber wenn ich einmal mit ein bisschen Kraftaufwand kann ich den so abknacken. So klebe ich die noch gerne auf die Basis, so mit einer Fußspitze die Plastikfigur auf die Base geklebt. Da kann ich die auch später so abklicken, ohne dass ich mir dann großartig Gedanken um Sub-Assembly machen muss. Aber ich lasse mir das für ein paar Arme oder Köpfe oder ganz mal gerne Kladderadatsch auf dem Rücken, noch tausend Rucksäcke und dann ist auf dem Rucksack noch ein Schild und daran hängt ein Schwert. Da mache ich mir das immer nur mit ein bisschen Sekundenkleber. Ja, welcher Sekundenkleber? Am besten der günstigste aus dem, sag jetzt mal, Teddy oder sonstigen Läden. Können wir auch vielleicht später noch zu gute Bastel-Tipps, wo kauft man seine Sachen, ne? Mit so einem ganz kleinen 50-Cent-Sekunden-Kleber, nur so ein Tropfen irgendwo dran, da kann man sich das Sub-Assembly später noch überlegen und sagen, oh, doof, an die Stelle komme ich nicht mehr dran. Ich breche den Arm wieder ab, da habe ich quasi eine Sollbruchstelle und bemale den einzeln und klebe ihn dann wieder dran. Es gibt die Verrückte, die bemalen ihre Figuren komplett im Gussrahmen und bauen dann erst zusammen. Das habe ich mich aber noch nicht getraut, aber ich habe es schon mal gesehen. Dachte Ja, mir nur so, das ist warum? natürlich auch ein Ansatz, den man verfolgen kann auf jeden Fall. Und was man halt auch machen kann, man kann diesen Testzusammenbau, wie du ihn so schön beschrieben hast, gerade mit Sekundenkleber, zum Beispiel auch mit sogenannten Posterputty machen. Das wäre jetzt Patafix zum Beispiel in Deutschland oder Blu-Tack in England. Da hat man halt nur den na kleinen Nachteil, dass das nicht so gut hält, sage ich mal. Dafür kriegt man es auch besser wieder auseinander. Ja, habe ich auch viel benutzt, mache ich auch immer noch, hält aber nicht so gut, dass du es an der Figur quasi bemalen könntest.
Also benutze ich auch viel, damit ich die Sachen vielleicht nicht verliere. Ja. Aber so für, man kann es nicht mit Patafix an der Figur bemalen, dafür hält es nicht gut genug. Aber ja, ist auch hier im Gebrauch bei mir auf jeden Fall. Habe ich auch spät erst irgendwie entdeckt. Was mir halt durch einen Testzusammenbau mit Poster, Putty oder so, wie man es auch nennen will, ganz eindrücklich klar geworden ist, ist, ich hatte eine Figur halt mit diesem Poster-Putty erstmal zusammengesetzt, so dass sie erstmal hält, und hatte sie dann grundiert. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Stellen, wo ich jetzt im Endeffekt rankommen wollte durch das Sub-Assembly, dass die zum Teil gar kein, nicht mal Grundierung abbekommen haben, weil die halt einfach wirklich verdeckt sind von anderen Ja, man sieht Körperteilen. Und dann habe ich mir halt auch so gedacht, ja, dann ist es doch eigentlich auch wirklich wurscht, ob ich jetzt dieses eine Detail jetzt noch bemale oder nicht. Kommt es darauf wirklich an? Will ich mich damit jetzt rumschlagen oder will ich lieber einfach erstmal eine fertig bemalte Figur auf dem Tisch haben? Und habe dann den Entschluss gefunden, sage ich mal, zu sagen, okay, nö, dann wird dieser Teil einfach nicht bemalt. Man sieht es ja sowieso nicht. Und wenn da nicht mal Grundierung drauf gekommen ist, warum soll ich mir dann die Mühe machen, diesen Teil überhaupt zu bemalen halt, ne? Weil wenn ich die Miniatur nicht wieder auseinandergenommen hätte, hätte ich das ja nie gewusst im Endeffekt. Also Ja, so ist macht es es. vielleicht wirklich nicht so einen großen Unterschied, ob ich jetzt die Figur vorher zusammenbaue oder nicht. Wo es allerdings vielleicht wirklich Sinn machen kann, ist, wenn ich jetzt Fahrzeugbesatzung habe. Das ist zum Beispiel bei so einem Landspeeder, war das wirklich das erste Mal für mich, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich wirklich im Sub-Assembly machen, weil diesen Space Marine, der da am Steuer sitzt, den kriege ich niemals halbwegs vernünftig bemalt, wenn ich den schon reinklebe in den Landspeeder, genau wie auch das Cockpit zu bemalen. Das wäre einfach nur, ja, schmerzhaft geworden. Und das ist dann wirklich so ein ganz gutes Beispiel, wo ich finde, wo man auch als Anfänger direkt schon sinnvoll Sub-Assembly benutzen kann halt, ne? Dass man die Crew Ja. unabhängig von dem eigentlichen Gerät, dass die Steuern bemalt, ne? So, und Nur mal eine Sache einhaken. Fang vielleicht nicht mit dem Landspeeder an. ja. Oder mit dem dicken Panzer oder so, sondern ich würde fast sagen, je standardmäßiger die Figur, desto besser auch der Einstieg, ne? Und da, Ja. weil ich auch gerade hier bei mir auf dem Tisch noch sehe, ich habe dann irgendwann am Ende meines ersten Jahres jetzt auch einen Panzer bemalt, für eine Commission quasi. Also das heißt, ich male für andere und krieg dafür was. Und dieser Panzer hat auch einen Innenraum, den Ja. man, wieso, wie der Panzer vor mir steht, sieht man den nicht. Aber wenn ich da vorne diese kleine Luke öffne, dann erahnt man, dass der einen Innenraum hat. Und den habe ich dann halt auch halb zusammengebaut, quasi in Boden eine Wand und Rückwand bemalt und die Decke einzeln bemalt und die andere Wand. Und jetzt habe ich das Ding zusammengeklebt und ich weiß, es ist bemalt. Ich habe es einmal für die Öffentlichkeit gefilmt auf Instagram. Die Leute fanden es auch geil und hab's abgefeiert, weil es ist dann so ein bisschen auch diese versteckten Dinge, die man bemalt, irgendwann. Vielleicht jetzt nicht am Anfang unbedingt, ist es so ein bisschen so eine Malerehre, wo man sich, aber die am Ende einem aber niemand dankt, dass man doch die Unterseite des Panzers gemalt hat. Es Ja. sieht niemand mehr und oft sieht eh niemand die Figuren, weil sie bei dir im Regal stehen. Und es ist dann die Frage, musst du dann dich in so eine Sache verrennen oder willst du am Ende die Figur zum Spielen auf dem Tisch haben oder sie einfach nicht zu lange einer sitzen und die Lust verlieren? Ne? Das ist so. Die Gefahr bei solchen Sachen. So, aber jetzt kommen wir, jetzt haben wir ja im Prinzip besprochen, wie wir zur zusammengebauten Miniatur oder zum Sub-Assembly eigentlich kommen. Was man vielleicht zum Sub-Assembly noch sagen kann, ist, man kann sich da zum Beispiel auch die einzelnen Bauteile dann auf einen Schaschlikspieß oder sowas kleben, damit man da dann ganz gut Genau. dran kann. Die kann man sich dann vielleicht in so ein Stück Styropor oder so reinstecken, damit man die da ganz gut grundieren kann. Das wäre noch so vielleicht so eine Randnotiz zum Sub-Assembly, was dann eventuell Sinn machen kann. Aber zum Grundieren kommen wir später auf jeden Fall noch. Da fällt mir auch noch was ein zum Sub-Assembly, oder beziehungsweise wie ich es mache, wie ich das so für mich herausgefunden habe.
Noch so ein Tool, was man sich kaufen könnte, ist so ein kleiner Handdremel. Also so ein kleiner Handbohrer, Millimeter oder kleiner. Und damit, der wird gerne benutzt, um bei Schusswaffen das Schussloch, die Gun Barrel auszubohren. Das ist auch so eine, ja, es gibt Abzüge in der B-Note, wenn man es nicht macht, und die irgendwo zeigt die Figuren, sag ich mal so. Die kann man aber auch gut benutzen dann für, wenn du jetzt so einen einzelnen Arm hast und du machst ein kleines Loch in die Klebestelle von dem Arm, wo du ihn später kleben würdest. Und das kannst du dann auf ein Stück dicken Draht kleben mit Sekundenkleber. Diesen Sekunden, das andere Ende vom Draht steckst du in so einen Weinkorken. Die benutze ich gerne zum Figurenmalen als Halterung. Und da könntest du das dann draufkleben und hast es dann bequem in der Hand und könntest so einen einzelnen Kopf oder Arm bemühen. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das kann man ja natürlich auch mit den Schaschlikspießen theoretisch hinterher dann machen Genau. oder Zahnstochern oder was auch immer man dann nimmt. Im Endeffekt, aber da kommen wir auf jeden Fall noch zu, wenn wir quasi zum eigentlichen Bemalen kommen. Wir sind ja jetzt immer noch im Prinzip bei dem Stadium. Wir haben immer noch im Prinzip Und gerade mal zusammengebaut, die Figur. graues Plastik vor uns liegen. Aber jetzt haben wir zum Beispiel diesen Resinbausatz oder diesen Plastikbausatz zusammengebaut. Und da kann es ja unter Umständen noch mal passieren, dass uns dann noch störende Lücken auffallen. Das muss einen nicht stören, aber es kann unter Umständen sein. Ist dir sowas schon mal passiert und hast du das gelöst? Wenn ja, wie? Ist mir passiert bei all meinen ersten Figuren, da war es mir dann oft aber auch so ein bisschen egal. Das heißt, vor allem jetzt, wenn ich an die Games Workshop-Figuren, an diese Push-to-Fit denke, dass da tatsächlich in manchen Figuren so richtige Fugen sind. Und da gibt es verschiedene Wege, wie man das lösen kann. Es gibt einmal von Games Workshop selber, gibt es so genannten Liquid Green Stuff. Das ist im Prinzip ja so eine Masse, die man mit dem Pinsel dann in diese Lücken aufträgt, lässt die trocknen und dann kann man die abschleifen. Das gibt es von Revell gibt das auch, oder ja, diesen sogenannten Green Stuff, den kann man dann da auch irgendwie so reinpressen und dann wieder schleifen. Und am Ende soll die Lücke gefüllt sein. Das hat bei mir bis heute nur so semi-gut funktioniert. Was dann tatsächlich besser funktioniert, wenn man es von Anfang an mit Plastikkleber klebt und das dann so verschmilzt, und oft füllt das schon die Lücken, und dass man die dann am Ende nochmal abschleift. Das könnte das schon lösen, das Problem. In vielen Fällen, aber nicht in allen. Ja, da gibt's noch so zwei andere Ansätze, von denen ich mal gehört habe. Die habe ich selber jetzt noch nicht direkt ausprobiert, aber was ich so gesehen habe, scheinen die ganz gut zu funktionieren. Also einmal gibt es so einen Plastikkleber von der Marke Tamiya. Ach ja, den Und Screw Glue, da hat man halt den Vorteil, dass der mit so einem Pinsel direkt drankommt. Und wenn man ja. da in diesem Plastikkleber einfach, ne, wie du schon sagst, Sprue Goo sich erzeugt, also einfach Sprues, die übrig sind, also dann hat man ja immer so noch so einen Rahmen, der übrig ist, im Endeffekt auflöst in diesem Kleber bis zu einer gewissen Konsistenz, kann man dann halt hinterher diese Masse auch ganz gut zum Lückenfüllen nutzen, weil das ja dann auch direkt mit der eigentlichen Masse der Miniatur gleich verschmilzt und dann hat man da auch relativ schnell, sag ich mal, eine nahtfreie Kante, aber da wird es wahrscheinlich auch Sinn machen, nochmal mit dem Schleifer drüber zu gehen. Was aber als Alternative auch möglich ist, es gibt ja bei diesen Komponenten Epoxidharzen einmal den Green Stuff, aber dann haben wir ja auch noch das sogenannte Milliput. Das ist ja auch so eine Zwei-Komponenten-Masse, die man so zusammenkneten kann und dann hat man da auch so eine Masse, die dann sehr, sehr quasi steinhart aushärtet. Und da kann man sich einfach mal so einen kleinen Ball von zusammenmixen. Dann drückt man das auf zum Beispiel auf ein Stück hier Backpapier oder so ein bisschen drauf, dass man so einen kleinen Knödel hat und da drückt man sich dann ein kleines Loch rein und dann nimmt man einfach einen Pinsel,
macht den schön mit Wasser voll und dann kann man halt in diesem Loch das Wasser rein, in dieses Loch das Wasser reinmachen. Das geht auch, soll auch mit Isopropanol ganz gut funktionieren. Und dann kann man da einfach versuchen, so ein bisschen von diesem Milliput mit aufzulösen und dann bekommt man auch so eine Flüssigkeit, die dann so ne, zur Hälfte Wasser, zur Hälfte Milliput ist im Endeffekt und das kann man dann auch über die Lücken streichen und dann, wenn das ausgehärtet ist, ziemlich gut dann abschleifen und hat dann auch seine Lücke ganz gut gefüllt. Aber wie du schon ganz eindrücklich erwähnt hast, ist es ja auch so, das kann einem für die erste Figur eigentlich auch egal sein, aber wir wollen es der Vollständigkeit halber zumindest mal erwähnt haben, dass das also auf jeden Fall Dinge sind, die Leute machen. Ja, so im weiteren Verlauf, wenn man so die ersten paar gebaut hat und irgendwann, ja, wird man ja, fallen einem, glaube ich, so Dinge automatisch auf, wo man sich denkt, irgendwie, wie kann ich das besser machen? Und dann kommt man, glaube ich, so ein bisschen dahin, sich solche Lösungen zu denken. Ich habe diesen Tamiya-Kleber, den du eben erwähnt hast, den habe ich hier. Ich habe mich aber irgendwie noch nicht getraut, den woanders reinzuschütten, weil ich will den ja auch nicht irgendwie wegschütten, damit ich das Plastik da reinschmeißen kann. Ja, nee, klar. Wahrscheinlich macht es schon Sinn, dass man erstmal was davon benutzt und dann erst anfängt, daraus den Sprue-Gut zu machen. Ja, aber der ist sehr ergiebig. Ja, ist Fluch und Segen zugleich in deiner Situation auf jeden Fall. Genau. Aber der funktioniert wirklich auch, also wenn ich so Kleber jetzt empfehlen könnte, dann ist dieser Tamiya-Kleber tatsächlich auch so für mich der beste, den ich hier in Benutzung habe, wenn es darum geht, Plastik zu verkleben. Weil der wirklich dann diese Lücken schon, also man merkt, wie der echt das Plastik so anschmilzt. Und dann bei Sekundenkleber wäre das eine Lücke gewesen. Vielleicht auch bei dem jetzt, weiß nicht, dem Zitadell-Plastik-Glue, aber bei diesem Tamiya-Kleber durch diesen Pinsel eben geht der so über die Kanten ein bisschen hinaus und dadurch entstehen echt saubere, gefüllte Kanten bisher. Also hatte ich jetzt in den letzten paar, ich habe den noch nicht so lange, letzten paar Miniaturen, die sind alle eigentlich ohne Nähte, dass ich da gar nicht mehr mit Green Stuff oder Liquid Green Stuff drüber müsste. Ja, wenn wir dann mal einfach unsere gedankliche Einkaufsliste so ein bisschen durchgehen, haben wir ja jetzt im Endeffekt herausgefunden, wenn wir uns jetzt unseren Bausatz gekauft haben, dann brauchen wir einen Clipper, um die Teile raus aus dem Rahmen zu klippen. Wir brauchen ein Bastelmesser, um die rausgelösten Teile zu reinigen. Und wir brauchen im Fall eines Plastikbausatzes mindestens Plastikkleber, zum Beispiel von Games Workshop oder von Revell, um die Figur hinterher zusammenzukleben und vielleicht noch Green Stuff oder Liquid Green Stuff oder Milliput, um hinterher Lücken zu füllen. Das wäre jetzt so eine beispielhafte Einkaufsliste. So kommen wir zumindest schon mal vom gekauften Bausatz zur fertig zusammengebauten Miniatur. Ja, wobei wir diesen speziellen Plastikkleber nicht unbedingt brauchen, würde ich sagen. Normaler Sekundenkleber reicht für den ersten Bausatz auch dicke. Und den, weil diesen Plastikkleber, würde ich sagen, gibt es nicht überall. Und Sekundenkleber kriegst du ja auch, sagen wir mal, in jedem Rewe an der Kasse zu kaufen vorher noch. Ja, auf jeden Fall würde ich dir zustimmen, aber wenn man schon den Weg in den Hobbyladen auf genau, sich nimmt, dann kann man den schon mitnehmen. Den schon gleich mitnehmen. Wenn man natürlich jetzt einfach nur quasi aus spontan sich einen Bausatz auf Amazon bestellt hat und man will, und der ist heute geliefert worden, man will sofort loslegen und der nächste Hobbyladen ist 100 Kilometer entfernt, dann kann man natürlich auch schnell, was ich selbst zum Penny fahren und sich dann eine Tube Sekundenkleber kaufen zur Not. Also genau. Auch das wird erstmal gehen, definitiv. So, jetzt haben wir unsere Figur zusammengebaut oder im Sub-Assembly bereit liegen. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Es kommt ja jetzt noch ein weiterer ganz wichtiger Schritt. Irgendwie müssen wir Farbe drauf kriegen, ne? Genau. Und da kommen wir jetzt zu einem Problem, was sich, wie ich finde, immer wieder stellt. Es gibt viele verschiedene Ansätze und Techniken. Das wirst du ja wahrscheinlich auch in deinen letzten 2 Jahren Miniaturbemalung ganz eindrücklich gemerkt haben. Aber diese Ansätze und Techniken erfordern halt unterschiedliche Schritte in den jeweiligen Phasen der Bemalung. Und da wird es jetzt im Endeffekt schon wichtig, dass man sich anhand der verschiedenen Schritte, die wir euch jetzt vorstellen wollen, sich überlegt,
welchen Weg möchte ich mit meiner Miniaturenbemalung eigentlich gehen? Und zwar kann das schon direkt bei der Grundierung, können sozusagen die Grundlagen einer Bemalung schon gelegt werden. Und zwar gibt es halt die Ansätze, einmal einfach eine Figur mit Sprühgrundierung in einer Farbe zu grundieren. Das kommt dann halt auch wieder darauf an, welche Farben man hinterher drauf bemalen will. Aber dann gibt es ja auch noch das sogenannte Zenithal Priming. Das bedeutet einfach, dass man mit einer dunklen Farbe Grundfarbe grundiert und dann mit einer helleren Farbe nochmal drüber grundiert. Im Normalfall ist das so aus 45 Grad Winkel, wenn man jetzt zum Beispiel eine Sprühdose benutzen würde. Aber dann gibt es ja auch noch eine weitere Technik, die auch unter anderem bei Felix ganz viel zu sehen ist. Willst du da vielleicht mal schon mal vorweg ein bisschen was zu erzählen? Ja, und zwar, also genau, wenn ich das auch nochmal von ein bisschen von Anfang an aufgreife. Also, ich würde Ja. erstmal jedem Anfänger empfehlen, vorweg einfach grundieren und sich ja vielleicht auch gar nicht mit der Grundierungsfarbe beschäftigen, sondern einfach schwarz oder weiß grundieren, worauf man gerade Lust hat. Die Ergebnisse hinterher, ob das eine mehr oder weniger bringt, dann glaube ich erstmal egal. Dann genau so ein Zenithal Priming würde ich schon so ein bisschen Advanced Technik. Und dann gibt es, was ich am Anfang viel gemacht habe und zwischendurch vielleicht auch nochmal an einzelnen Stellen mache, ist das sogenannte Lab Chop, nennt das, oder wurde es getauft. Im Prinzip sagen wir mal, wenn man in der YouTube-Szene unterwegs ist, ist es keine Advanced Technik. Man muss kein guter Maler dafür sein, aber man muss sich so ein bisschen schon mit dem Grundierarten beschäftigt haben. Und im Prinzip ist das, man nimmt man besprüht die Figur schwarz, und fängt dann an, mit einem großen Pinsel die trocken zu bürsten. Trocken bürsten heißt, also ich brauche fürs Laptop zwei Farben, einmal so ein mittleres Grau und Weiß. Und ich nehme meinen Pinsel, tauche den in eine graue Farbe und mache so viel Farbe aus dem Pinsel wieder raus. Also ich würde dafür einfach einen dicken Make-up-Pinsel aus dem Drogeriemarkt, aus der Schminkeabteilung, habe ich ganz, ganz viel dafür benutzt. Gibt es natürlich auch teuer von Herstellern. Gibt es alles in teuer, aber gibt es auch alles im Drogeriemarkt. Ein schön dicker Schminkepinsel, graue Farbe drauf, die graue Farbe wieder auf einem Sebertuch, auf einer Küchenrolle wieder rauspinseln, so dass noch so ein Hauch Farbe drin ist. Kann man so auf seinem Handrücken ganz gut ausprobieren und damit einmal die Figur komplett drumherum einpinseln, so dass die Figur in ihren Furchen noch schwarz ist, aber der Rest schon grau ist und damit kriegt die schon mal Volumen. Und im zweiten Schritt nimmt man die Farbe Weiß und macht dasselbe, alles Farbe aus dem Pinsel wieder raus und geht nochmal über die Figur rüber und dann hat man alle Kanten drumherum weiß. Und damit sieht die Figur erstmal schon mal, finde ich, relativ gut aus, wenn man genug. Das braucht auch ein bisschen Übung. Am Anfang benutzt man, denke ich mal, grundsätzlich zu viel Farbe. Das heißt, man braucht echt wenig Farbe. Da könnte es noch weitergehen und ein paar Kanten dann mit dem Pinsel weiß nachziehen. Das ist dann schon so ein bisschen advanced vielleicht. Aber erstmal so, man hat eine schwarz-weiße, aber schon schattiert aussehende Figur. Dadurch, dass man einfach die tiefen Flächen schwarz gelassen hat und dann eine graue Abstufung und eine weiße. Da hat man schon mal das, was man am Ende vielleicht mit Farben machen würde, mit einem mittleren Ton, einem dunklen Ton und einem hellen Ton. Und dadurch hat man halt Tiefe, Mitte und Höhen. Hat man jetzt mit Schwarz-Weiß gemacht. Das wäre vielleicht eine Vorbereitung, um mit durchsichtigen Farben, mit sogenannten Contrast Paints oder Speed Paints oder Express oder wie heißen sie, Quickpaints Dipping einfach. Inks, Quick Paints. Genau, das sind im Prinzip transluzente Farben und damit hat man die auch schon. Man hat dann ein durchsichtiges Rot, trägt man auf, man hat aber das Schwarz, man hat das Grau und man hat das Weiß. Und somit hat die Farbe schon direkt drei Abstufungen. Und ja, und das ist so eine Technik, die ist sehr schnell und einsteigerfreundlich, um eine Figur bemalt auf den Tisch zu kriegen.
Damit habe ich am Anfang sehr viel rumexperimentiert und das hat mich zumindest persönlich so ein bisschen weitergebracht, um so Tiefen und Höhen zu verstehen an so einer Figur. Also ich könnte empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Und das ist aber, ich empfehle noch mehr am Anfang einfach mit Schwarz oder Weiß zu machen. Genau, also was halt ganz wichtig ist, ist, dass wir natürlich hier kein visuelles Medium nutzen. Das heißt, wir können euch natürlich nicht zeigen, wie diese Techniken, die wir hier beschreiben, anzuwenden sind. Und deswegen kann es halt, wie gesagt, wirklich sinnvoll sein, sich zu den jeweiligen Schlagworten, also jetzt zum Beispiel Slapchop, nochmal wirklich ein Wenn das dann so Tutorial-Video sein. dann anzugucken, wenn ihr denkt, das hört sich interessant an, aber wie genau muss ich denn jetzt den Pinsel bewegen? Und da macht es dann definitiv Sinn. Im Endeffekt wird da einfach die sogenannte Drybrushing-Technik angewendet, aber halt auch mehr oder weniger zenital, also von oben nach unten gedrybrushed, um halt die höher liegenden Kanten hervorzuheben. Und je nachdem, wie viel Kontrast man halt haben möchte, was halt bei Expressfarben, die man hinterher drauf bringt, wirklich nochmal einen großen Unterschied machen kann, ist, dass man halt wirklich viel Kontrast vorher schon auf der Figur hat. Aber das ist im Prinzip, deswegen sage ich das halt auch, bevor ich dazu komme, was man dann überhaupt zum Grundieren benutzen kann und warum. Das sind halt Vorüberlegungen, die sinnvoll sein können, um halt danach mit dieser grundierten Grundlage sozusagen dann entsprechend verschiedenste Techniken zum Bemalen hinterher anwenden zu können. So, dann hast du ja schon gesagt, du sprühgrundierst im Endeffekt, ja. Genau. Da ist es ja so, es gibt natürlich von vielen verschiedenen Herstellern verschiedene Sprühdosen. Und eine Sache, die, wie ich finde, immer untergeht, wenn über das Thema Sprühdosen gesprochen wird. Drei Leute kaufen sich drei verschiedene Sprühdosen und alle drei haben unterschiedliche Erfahrungen mit der Ja. Qualität oder auch der Deck hier oder auch so generell dem Sprühverhalten, weil alle drei eventuell jeweils nur auf einer Dose die Anleitung gelesen haben, wie sie denn zu verwenden ist. Aber es ist wirklich so, das ist zum Beispiel ganz, zum Beispiel bei, wenn man jetzt so Army Painter und GW vergleicht, die werden halt einfach unterschiedlich benutzt. Also die eine, auf der einen Dose steht dann zum Beispiel drauf, man soll beim Sprühen halt von links nach rechts, also man soll durchgehend sprühen und dann von links nach rechts schwenken, um die Farbe gleichmäßig auf die Figur zu bekommen. Bei der anderen steht dann drauf, man soll einfach immer nur kurze Sprühstöße benutzen, damit die Farbe am besten funktioniert. Und die Hersteller denken sich schon was dabei. Aber wenn ich jetzt so eine Figur besprühen will, wie gehst du denn dann davor? Wie bereitest du die Figur vor? Wo stellst du die hin? Stellst du die einfach auf den Boden oder hast du da eine Vorrichtung für zum Besprühen? Gehst du nach draußen oder machst du das im Schlafzimmer? Also, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so eine Figur grundiere mit einer Sprühdose? Was sollte ich da beachten und wie gehe ich da am besten vor? Ich mache das grundsätzlich im Schlafzimmer. Ich schmeiß die in die Luft und dann sprühe ich sie. Dann schieße ich sie ab. Nee, Ja, ich stelle sprühe mir sprüh zumindest ich. vor, dass es auch wichtig ist, dass die Farbe nicht nur von oben auf die Figur kommt, sondern ich will ja vielleicht Yes, auch auf jeden Fall. die unteren Auf jeden Details Fall. mit erwischen. Nee, ist ja auch, es ist echt so eine Wissenschaft für sich, wie du schon gesagt hast. Ich habe da auch verschiedenste Erfahrungen gemacht. Man kann sich mit dem Thema. Es gibt auch wieder 2 Millionen Tutorials im Internet und es ist auch so ein bisschen, die Erfahrung macht's am Ende. Also ja, die Dose gut schütteln. Ich weiß nicht, ich habe aber noch nicht ich habe einmal kurz geschüttelt und einmal sehr lang geschüttelt. Ich hatte eigentlich dasselbe Ergebnis. Aber trotzdem würde ich es raten, gut schütteln. Ich glaube, die Dose so ein bisschen aufwärmen. Ich denke immer so, dass nur gutes Wetter Sprühwetter ist. Aber ich habe auch schon Leute gesehen, die es im Schnee machen. Deswegen musst du Ja, auch also nicht das ist unbedingt ein deinen Können Mythos. helfen. Das ist auf jeden Fall ein Mythos. Die Ja. Luftfeuchtigkeit hat schon, sage ich mal, Ich einen glaube, Einfluss Luftfeuchtigkeit, ne? darauf. Genau. Aber es muss nicht die Sonne scheinen und 25 Grad sein, damit man seine Figuren mit der Dose grundieren kann. Also Ja. das hat da nicht so viel Einfluss drauf. Aber man sollte es echt draußen machen und auch die Fenster schließen, weil das Zeug stinkt und das geht in die Wohnung und das, ja. Also man sollte schon echt draußen machen, dabei eine Maske auch noch am besten tragen, weil man möchte die Farbe auch nicht in der Lunge haben.
Und Handschuhe tragen, weil die geht auch schwer von den Fingernägeln und den Händen wieder ab. Also so normale Gummihandschuhe, wie ich es mache. Ich habe so eine Holzleiste, nur schmale, weiß nicht, 2 Zentimeter mal 5. Dann mache ich doppelseitiges Klebeband. Hier kommt wieder mein Lieblingsladen, der Teddy, zum Einsatz. Kostet 1 Euro da. Kriegst du 5 Meter doppelseitiges Klebeband. Klebe ich mir dann auf diese Holzleiste drauf, ziehe das ab und stelle meine Miniaturen mit Bases da drauf, klebe die drauf, so ein paar nebeneinander, und, ne, ob das so ein 5er oder 10er Trupp ist, mach sie vielleicht so ein bisschen versetzt, wenn es mal mehr sind. Genau, und dann halte ich die vor mich und sprühe ungefähr aus 20 Zentimetern drauf. Muss natürlich dann gucken, von vorne, von oben, von unten, von allen Seiten, dass die ja rundherum den Primer dann da drauf gekriegt haben. Irgendwelche Ecken vergisst man immer, ist da vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ja, man braucht diese Grundierung, damit die Acrylfarben auf der Miniatur halten. Das war vielleicht dann nicht erwähnt, aber das ist quasi der Haftgrund für alles, was man später machen möchte. Und das sollte also gleichmäßig und nicht zu dick auch, deswegen schön weit weg, nicht zu dick auf der Miniatur sein, damit man auch noch die Details am Ende gut erkennen kann. Genau, draußen mit Handschuhen und einfach doppelseitiges Klebeband. Es gibt da auch für teuer Geld die alte Leier von den Herstellern irgendwelche Priming-Handles, die haben dann einen Griff, da kann man die da reinklemmen. Ist vielleicht komfortabel, kostet aber Geld und braucht man meiner Meinung nach nicht. Wenn man mal eine größere Miniatur hat, dann kann man die auch einfach in die Hand nehmen an der Base. Und dann Hauptsache man hat Handschuhe an und dann kann man die auch so draußen einfach mal einzeln besprühen. Geht auch mal so bei einer kleinen, die man vergessen hat, mal schnell drüber sprühen. Also so mache ich jetzt mit der Sprühdose. Das ist, denke ich mal, so, dass der am einsteigerfreundlichsten gibt ja natürlich auch, das hast du ja vielleicht gleich noch, mit Airbrush oder mit Pinsel kann man ja theoretisch auch noch. Aber so Sprühdose ist, glaube ich, am zeiteffektivsten und am massetauglichsten und am einfachsten auch. Definitiv, also da würde ich dir zustimmen, das ist wirklich so. Und man kann ja auch einfach, was weiß ich, eine Holzlatte nehmen, da doppelseitiges Ja. Klebeband draufknallen Oder oder einen halt alten mit Karton. Posterputti oder einen alten Karton, genau. Das geht halt auch und dann die Figuren da so drauf befestigen mit dem doppelseitigen Klebeband oder dem Posterputti. Und dann kann man die halt auch ganz gut in die Luft halten und dann so mit der Sprühdose grundieren oder sie sich vernünftig positionieren auf diesem Karton oder so. Befestigt auf einer Holzlatte oder sowas. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Ja, man muss sie schon festkleben auch, ne? Ja, das macht schon Sinn, weil sonst werden die weggeweht. Genau, weil der Stoß ist echt schon relativ kräftig. Genau, deswegen sage ich ja auch auf einer Holzlatte befestigen und dann halt auf einen Karton stellen, zum Beispiel, das wäre halt möglich, so dass die halt auf der Holzlatte festgeklebt sind. Einfach so hinstellen kann auch funktionieren, also habe ich auch schon gemacht, hat auch funktioniert, sage ich mal, aber es ist nicht der idealste Weg, sage ich mal. Aber das ist auch wieder so eine Sache, da muss man einfach improvisieren, sich rantasten und einfach schauen, was für einen selber am besten funktioniert. Jetzt ist es aber so, wenn es euch so geht wie mir und Sprühen mit der Sprühdose super umständlich ist, weil ihr vielleicht sogar im 10. Stock wohnt oder so. Und jedes Mal zum Grundieren irgendwo in die Öffentlichkeit rausgehen müsst, auf einen öffentlichen Platz vor eurer Wohnung oder so, und das euch irgendwie so gar nicht liegt, kann ich das vollkommen verstehen. Deswegen gibt es halt, was Felix gerade schon angesprochen hat, auch die Möglichkeit, so einen sogenannten Brush-on-Primer zu benutzen. Das wären zum Beispiel die Airbrush-Primer von Vallejo, die kann man auch einfach mit dem Pinsel auf die Figur draufmalen. Es ist natürlich etwas schwieriger, da quasi genauso ein sauberes Finish hinzukriegen, wie jetzt mit der Sprühdose oder mit der Airbrush zum Beispiel. Aber ich sag mal so, Airbrush können wir, glaube ich, außen vor lassen. Die wenigsten Leute werden, oder ihr solltet euch definitiv, wenn ihr noch nie eine Figur bemalt habt, nicht dafür gleich eine Airbrush kaufen. Nee, Weil nee.
Das kann man dann, wenn man dann eingestiegen ist in das Thema, später immer noch machen. Aber es ist eine Möglichkeit, die Figur auch hinterher mit der Airbrush dann zu grundieren. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne, weil ich das halt hier einfach an meinem Schreibtisch machen kann und dann auch ein sauberes Finish kriege trotzdem. Das ist natürlich nicht, wenn man jetzt ein riesen Armeeprojekt vor sich hat, nicht so effizient. Aber ich sag mal so, wir sprechen ja jetzt wirklich davon, die ersten paar Miniaturen zu bemalen. Und da ist, glaube ich, Effizienz erstmal noch nicht so das Thema. Da kann man sich dann später immer noch genug Gedanken zu machen. Nur das mal am Rande mit erwähnt. Dazu kurz, der Brush und Primer ist tatsächlich dann ganz gut, wenn man mal was vergessen hat. Ne? Also vor allem, wenn es jetzt nicht so angenehm ist, draußen was zu besprühen, dann sagt man, okay, jetzt gehe ich mal kurz raus und besprühe mal. Dann gucken die Leute blöd und dann ist auch egal. Und dann hat man irgendwie ein Schwert oder ein Schild oder einen Kopf vergessen. Und dann kann man das mit so Brush-on-Primer nochmal schnell bepinseln. Da muss man, glaube ich, 2-3 Mal drüber gehen. Ja, und dann hätte man den drauf gepinselt. Ja, und Airbrush ist dann schon ein bisschen advanced wieder. Und darf uns ja wieder nicht beirren lassen, machen die Meistermaler auf den YouTube-Videos, die benutzen immer mal kurz zwischendurch eine Airbrush. Als Anfänger direkt weiterschalten. Braucht man nicht. Genau, definitiv. Also erstmal komplett ignorieren einfach, dass das existiert und wirklich erstmal jetzt auf die Schritte fokussieren, die jetzt als nächstes kommen. Weil im Endeffekt haben wir jetzt die Ausgangslage. Wir können sowohl mit der Sprühdose als auch mit dem Brush-on-Primer entweder einfach in Weiß oder Schwarz grundieren oder auch hinterher noch so ein Zenithal-Highlight oder ein Slapchop machen. Das geht natürlich mit, das Zenithal geht natürlich dann eher mit der Sprühdose, weil ich kann ja schlecht mit meinem Pinsel aus 45 Grad auf eine Miniatur drauf sprühen, beziehungsweise mit der Airbrush. Aber man kann natürlich auch so ein Zenithal-Highlight dann mit der Sprühdose machen, einfach mit Schwarz grundieren und dann entweder man macht es in 2 Schritten mit Grau und Weiß oder man geht dann nur mit Weiß drüber oder was halt bei Slapchop der Vorteil ist, das kann man halt, solange man einen Pinsel da hat, eigentlich immer machen, weil man kann den Brush-on-Primer drauf knallen in Schwarz und dann hinterher im Endeffekt mit Grau und Weiß dann die Highlights rausarbeiten. Wenn man jetzt nur so mal so am Rande erwähnt, wenn man jetzt sowieso vorhat, hauptsächlich mit Erdtönen zu arbeiten, kann man sich auch überlegen, dass man das mit Dunkelbraun und Beige macht, das Slapchop. Das kann halt auch gut funktionieren, gerade so im Fantasy-Bereich, wo man sowieso viel mit so erdigen Grüns und Brauns und sowas arbeitet, kann das durchaus, sage ich mal, schon so einen gewissen Grundton mitgeben, den man dann erreicht. Aber im Endeffekt sind das alles Möglichkeiten, wie man erstmal überhaupt die Grundierung auf die Figur bekommt und warum es schon einen Unterschied machen kann, ob ich jetzt mit Weiß grundieren anfange oder mit Schwarz, hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun, wie ich die Figur hinterher bemale. Das ist dann später, hat das vielleicht auch noch einen Einfluss, aber das hat viel mehr damit zu tun mit den Bemaltechniken, zu denen wir jetzt noch kommen, die auf jeden Fall als Grundlage alle Sinn ergeben, sich damit zu beschäftigen, weil die halt Anfänger geeignet sind. Kann einmal diese Quick Paints Technik sein, die Felix schon angesprochen hat, aber auch grundlegend erstmal nur die Figur mit 3 Farben zu bemalen, so dass man erstmal grundlegend 3 Acrylfarben drauf hat. So, bevor ich jetzt aber anfange, den Pinsel zu schwingen, habe ich ja jetzt im Endeffekt meine Figur, klebe die vielleicht noch auf die Base, aber das ist ja irgendwie schon doch unhandlich, da jetzt mit dem Pinsel ranzugehen. Was machst du denn mit der Figur, bevor du den ersten Pinselstrich setzt, damit du die vernünftig halten kannst? Was sind da so deine Herangehensweisen oder was ist da so alles möglich? Ja, da hatte ich, zuerst habe ich tatsächlich auch, ich habe die Base so in so einem Zangengriff mit meiner Hand gehalten. Das wird schnell für die Hand ermüdend einfach, wenn man immer die Base mit so 3 oder 4 Fingern hält, wie du schon gesagt hast. Es macht irgendwie nicht ganz so Spaß und Hand wird schnell müde. Da habe ich mir dann so einen Painting-Handle gekauft. Gibt's auch von verschiedenen Firmen, ob jetzt Redgrass Games oder Citadel oder ich glaube, Amfeld hat auch einen. Da ist im Prinzip, spannst du deine, also bei den Citadel-Dingen ist das so, du spannst die Base da ein und dann hast du was schön in der, was Handliches in der Hand und die Figur ist, sagen wir mal, über deiner Hand und nicht in deiner Hand. Du hast quasi echt so ein,
so ein Griff, mit dem du das hältst. Das gibt es dann ja von Redgrass Games auch, wo du dann auch theoretisch dann noch drehen könntest oben und musst es aber mit Putty oder mit Butterfix dann drauf machen. Was sich bei mir bewährt hat, ist so ein bisschen wieder die Budgetlösung. Ich versuche oft für viele Dinge so eine Budgetlösung zu machen. Wie kann mir der Teddy dabei helfen? Wie kann ich das auch in günstig machen? Und bei mir, sind es die Weinkorken. Also ich habe echten, ganz normalen Weinkorken, echten Korken. Und da mache ich vielleicht noch die hat ja oft eine runde Stelle, die säge ich vielleicht noch kurz mit dem Cutter oder mit dem Hobby-Knife ab. Und da mache ich doppelseitiges Klebeband drauf und da kommt die Figur drauf. Und das hat sich für mich, ich finde die total handlich, so ein Weinkorken. Ich kann damit schon, sagen wir mal, wenn ich so einen Fünfer-Trupp oder einen Zehner-Trupp bemale, kann ich die schon zack, 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 alle da draufstellen. Hab hier meine 10 Weinkorken stehen, wo überall eine Figur draufsteht. Und ja, und genau, da hat man immer, oder da, die kann man zumindest sammeln, oder man hat immer viele zu Hause, ohne jetzt zu sagen, dass bei mir viel Wein getrunken wird, aber zumindest habe ich die eine Zeit lang immer eingesammelt, wenn einer rumlag. Ja, und dann mache ich das doppelseitige Klebeband drauf. Das kann man am Ende einfach abknibbeln oder so abrubbeln und wieder Neues drauf machen. Und die sind hier bei mir viel im Gebrauch. Da kann man dann auch, hatte ich ja schon mal vorher erwähnt, so ein Draht oder einen Zahnstocher reinmachen für Subassembly-Sachen. Man kriegt auch große Dinge. Ich habe letztens zum Beispiel irgendwas Großes habe ich bemalt. Ah ja, so ein Geländestück. Und das habe ich auf so einen Plastikbecher mit doppelseitigem Klebeband gemacht. Also ich hatte so ein bisschen mittelgroßen Plastikbecher und habe da einfach ein Geländestück mit doppelseitigem Klebeband draufgeklebt. Wüsste ich nicht, wie ich das sonst halten würde. So mache ich das zumindest, das für so die Budgetlösung. Es gibt aber auch teure Painting-Handles in allen Größen. Kostet, glaube ich, wieder 20 € oder so. Und so ein Weinkorken, das doppelseitige Klebeband, wie gesagt, 1 € und den Weinkorken, den hat man automatisch zu Hause. Ja, oder man kann ja auch so eine Kaugummidose zum Beispiel auch ganz gut benutzen, weil die ja auch Genau. genauso diese Größe haben. Also das kann man handhaben, wie man beliebt. Im Endeffekt die einfachste Lösung ist, dass man sich einfach so ein Painting-Handle halt dann zulegt, oder man wird halt ein bisschen kreativer und sagt halt, okay, ich habe sowieso gerade hier noch eine Kaugummidose liegen, packt da doppelseitiges Klebeband drauf oder halt einen Korken oder wie auch immer und benutzt das. Also das ist das. Das wie sagt Hauke immer so schön, das kann man halten wie ein Dachdecker. Das Das haben wir ist immer also schon so wirklich. gemacht. Ja, genau. Das ist also wirklich nicht so das Problem. Dann kann man im Endeffekt auch schon langsam loslegen, sich seine Farben bereitzulegen und zu bemalen. So, jetzt haben wir ja im Prinzip unsere Figur gebaut und grundiert und haben die Vorüberlegung berücksichtigt, welche Techniken wir benutzen wollen in unserem Grundierungsschritt. Also, da gibt es ja jetzt verschiedene Ansätze. Um das vielleicht erstmal zu verstehen, dass es diese verschiedenen Ansätze gibt, sollten wir vielleicht erstmal jetzt über Farben sprechen. Was es da überhaupt so für verschiedene Farben auf dem Markt so gibt und was der Unterschied ist und warum es Sinn macht, die eine oder die andere Farbe zu kaufen. Was hast du denn so alles an verschiedenen Farben bei dir so im Repertoire, was du sagen würdest, was sich für einen Anfänger eignet? Also Farben jetzt erstmal grundsätzlich. Es gibt halt die normalen Acrylfarben, dann gibt es Metallfarben und es gibt Washes. Das ist erstmal so, wenn man, und dann gibt es die Kontrastfarben. Die haben alle verschiedene Funktionen und die Firma Citadel haben noch, weiß ich nicht, Technical und Shades und was weiß ich was, aber das sind so diese Grundbegriffe. Dann gibt es natürlich verschiedene Hersteller mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Ich habe jetzt mit Army Painter angefangen, weil ich viele sehr günstig gekriegt habe. Das heißt, ich habe mir gar nicht geguckt, sind die gut oder schlecht. Ich habe einfach mit denen angefangen, weil die halt ja available für mich waren und ich viele hatte. Die haben einen Vorteil, die sind günstig und die sind in so einer sogenannten Tröpfchenflasche. Das heißt, die haben so eine kleine Flasche mit einem Loch oben und dann stülpt man die kopfüber und macht sich ein paar Tröpfchen auf die Palette oder den
Tisch oder den Deckel oder den Teller oder die Nasspalette oder wie auch immer. Das, was die meisten Leute aber von Anfang an benutzen werden, ist wahrscheinlich die Zitadellfarben in den Pötten. Die haben so kleine Töpfchen, die haben die schon immer und die werden die auch immer haben. Ob die jetzt praktisch sind oder nicht, da streiten sich die Weisen. Ich würde sagen, die meisten sagen, dass sie unpraktisch sind. Aber sind so von den Farben her in Ordnung, haben halt eine riesige Range und die meisten kommen halt mit denen in Berührung, weil für viele Warhammer jetzt so der Tabletop-Einstieg ist. Die Army Painter Farben, die muss man sehr, sehr, sehr gut und ordentlich schütteln, sonst decken die halt schlecht. Es gibt gute und schlechte Farben bei denen, also gut und schlecht bewerte ich so, dass die halt gut decken oder nicht gut decken. Das heißt, ich habe eine schwarze Fläche mal drüber und ist fleckig, das Schwarz kommt immer noch durch. Dann muss ich nochmal drüber und nochmal und nochmal. Da gibt es ein paar Töne, die da besonders schlecht decken und ein paar, die besonders gut decken. Gibt es bei Citadel auch, obwohl die alle ganz gut decken. Dann kann man noch so ein bisschen über das Finish sprechen. Also wie sieht die Farbe aus, wenn sie getrocknet ist? Also es sieht fürs Auge irgendwie angenehmer aus, wenn die matt sind. Die Army Painter Farben sind, glaube ich, eher nicht matt. Bei Citadel so mittel. Ich bin mittlerweile auf ein ganz, ich habe da natürlich jetzt so in meinem Jahr am Malen so ein paar Farben ausprobiert. Es gibt noch Vallejos, noch ein großer Farbenhersteller, ist, glaube ich, auch insgesamt sehr beliebt und durch die Bank weg gut. Und dann gibt es noch die Marke AK Interactive. Da bin ich jetzt so ein bisschen hängen geblieben dran. Die sind auch sehr günstig. Gibt es aber oft nur online und nicht im Hobby Store. Da gibt es doch dann eher Army Painter, Vallejo und Citadel. Ja, AK muss man dann schon eher bestellen, aber für mich sind die Farben halt, haben echt ein super mattes Finish, haben eine gute Konsistenz, also das heißt, sie sind nicht zu dick und nicht zu flüssig. Und haben halt ein super mattes Finish am Ende. Das sind so aktuell meine Lieblingsfarben und kosten 2,60 € die Pulle. Und zum Vergleich, die Citadel Warhammer kosten 3,40 €, 3,60 €. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber sind auf jeden Fall viel teurer und ist, glaube ich, auch weniger drin und haben die unhandlichen Pötte. Jeder Farbenhersteller hat mittlerweile diese Quick Express oder Contrast Paints. Außer AK, die führen die, glaube ich, nicht. Dann gibt es noch sogenannte Washes. Das sind auch im Prinzip ganz, ganz verdünnte Farben, die man noch auf die Modelle auftragen kann. Und Metallfarben in verschiedenen, ob jetzt Silber, Gold, Kupfer, Bronze. Genau, das ist so, glaube ich, die grobe Farbübersicht. Und ich würde immer AK-Farben aktuell empfehlen. Aber es war auch ein Weg dahin, ne? Ich habe hier für Citadel stehen, die ich alle in Tröpfchenflaschen jetzt umfülle. Mühselig. Weil es einfach genau diese Pötte, die trocknen schnell ein, da ist Farbe links und rechts, die kippen um, die sind einfach durch die Bank weg, unpraktisch. Ja, der größte Vorteil an den Zitadellfarben ist halt wirklich, dass die, glaube ich, durch ihre gute Deckkraft schon von Anfang an dann relativ gut für Anfänger geeignet sind, weil man damit schon relativ schnell, zumindest was die Deckkraft angeht, mit wenigen dünnen Schichten ein zufriedenstellendes Ergebnis Ja. hervorbringen kann, sage ich mal. Das ist halt, glaube ich, so der Ja. einzige Vorteil, den ich jetzt so in den Zitadellfarben Ja, sehen würde. weil die sind halt auch in den Großstädten überall einfach available. Ne? Es gibt in jeder Ja. Großstadt einen Warhammer-Laden mittlerweile. Ja. Und bei mir war es am Anfang echt schwierig, warum ich die auch gerne gekauft habe. Ich muss Farben beim Kaufen irgendwie sehen. Ich kann die nicht so online, ich kann mir das online irgendwie nicht so vorstellen. Packe ich in den Warenkorb, auch irgendwie sehen die alle gleich aus und brauche ich das überhaupt? Und irgendwie muss ich die sehen. Und die haben natürlich auch den großen Vorteil, viele, viele Tutorials, ob jetzt Text oder Videos, die man im Internet findet, bauen auf den Citadel-Farben auf. Natürlich kann man sich dann das Äquivalent irgendwie raussuchen. Irgendwann hat man vielleicht so eine Farbpalette Auswahl zu Hause, wo man dann eh auf seine Lieblingsfarbe greift. Aber am Anfang hat mir das sehr geholfen, einfach das so ein bisschen nachzukaufen, ob es jetzt von der Citadel-Website selber oder Tutorials.
dass die sagen, für Blau benutzt er erst die Grundfarbe, den Wash und dann das Highlight. Und das habe ich dann so nachgekauft für die Figuren. Und jetzt würde ich dafür, ich gucke da immer noch öfter drauf, über so ein paar Flächen, die ich noch nie gemalt habe, und würde dann aber eine ähnliche Farbe von einem anderen Hersteller. Ja, jetzt ist es ja dann im Endeffekt so, dass ich mich im Endeffekt dann jetzt entscheiden muss, will ich jetzt mit Standard-Acrylfarben bemalen oder mit Speedpaints? Und warum ist das so? Weil die Speedpaints im Endeffekt ja eine gewisse Durchsichtigkeit mit sich bringen. Und deswegen kommt es halt auch drauf an, da sind wir wieder bei der Vorüberlegung, wie ich halt die Figur grundiere. Denn wenn ich jetzt eine Figur schwarz grundiert habe, macht es natürlich wenig Sinn, dann mit transparenten Farben darüber zu malen, weil dann werde ich von der Farbe relativ wenig sehen hinterher, weil die ja in ihrer Aufgabe nicht dafür da ist, eine deckende Schicht zu bilden, sondern im Endeffekt einfach nur einen transparenten Layer über das zu legen, was ich schon habe. Das heißt, man sollte sich ganz im Klaren sein, wenn man schwarz, wenn man jetzt eine Figur mit Grundfarben bemalen möchte, dann macht es durchaus Sinn, schwarz oder weiß zu grundieren. Genau. Das kann unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Also wenn man sowieso ein sehr helles Farbschema malen möchte, kann es unter Umständen Sinn machen, weiß zu grundieren. Aber dann muss man sich auch im Klaren sein, dass im Endeffekt Schatten, die man nicht bemalt, dann auch weiß sind. Also wenn man jetzt Ecken vergisst, dann stechen die im schlimmsten Fall weiß hervor. Deswegen, wenn man sich wirklich vornimmt, mit Grundfarben einfach erstmal nur zu bemalen, wie jetzt mit den Pötten von Citadel, dann macht es auf jeden Fall Sinn, erstmal schwarz zu grundieren. Und wenn man jetzt sich vorgenommen hat, man möchte gerne Speed Paint oder Contrast Paint oder Express Colors ausprobieren, dann macht es definitiv Sinn, entweder wenn man einfach nur sprühen möchte, mit der Dose in Weiß zu grundieren oder halt den Ansatz, den Felix vorhin erklärt hatte, Slapchop zu wählen, dass man halt schwarz grundiert und dann hinterher mit der Drybrushing-Technik da von oben nach unten im Endeffekt die Highlights vorher herausarbeitet, was halt den ganz großen Vorteil hat im Vergleich zu der weißen Grundierung, dass man dann mit den Speed- oder Contrast-Paints direkt einen schönen Kontrast erreicht und auch Farbverläufe zu sehen sind, dadurch, dass man die ja vorher schon mit Weiß, Grau und Schwarz herausgearbeitet hat. So, dann habe ich jetzt im Endeffekt mir einen Plan gemacht, wie ich meine Figur bemalen möchte. Also entweder jetzt mit Basisfarben oder mit Express Colors. Aber jetzt gibt es ja noch ein ganz wichtiges Werkzeug, was ich überhaupt auch erstmal brauche, um die Farbe aus dem Pot oder aus der Dropper Bottle dann im Endeffekt auf meine Figur drauf zu bekommen. Und dann Die sind wir Finger. nämlich jetzt. Habe ich Die Finger. tatsächlich auch gesehen. Kann man bei großen Figuren vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Aber Einfach mit den eigentlich Fingern gibt es drauf. ja, ja genau. Aber eigentlich gibt es ja die Pinsel dafür. So, jetzt gibt es ja unterschiedliche Pinsel von unterschiedlichen Herstellern und in unterschiedlichen Größen. Wie ist das denn bei dir? Benutzt du unterschiedlich große Pinsel? Und Ja. wenn ja, warum benutzt du unterschiedliche Pinsel und wofür benutzt du die? Also die Pinsel, das war so eine Lernkurve. Meine ersten Pinsel, die habe ich mir auch so ein Anfängerpaket von ja, Marke Army Painter gekauft, waren günstig. Waren, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es gibt Synthetikpinsel und Echthaarpinsel. Echthaar dann auch von verschiedensten Tieren, oft irgendwie Rotmarder und noch irgendwelche Marder oder selbst Wolfshaar gibt es, weiß ich jetzt auch nicht Unterschiede. Ja, die habe ich mir gekauft. Da waren drei Größen drin. Ich weiß gar nicht mehr, klein, mittel und groß. Die haben nicht lange überlebt, weil ich sie nicht gepflegt habe. Das ist schon mal vorweg schon wichtig, die Pinsel gut auswaschen. Im besten Fall lohnt sich tatsächlich echt so eine Pinselseife, die man dafür holen kann. Auch und wenn man die nicht hat, dann mit normaler Seife auswaschen. Aber sonst verhärten sich echt diese alten Acrylreste in der Basis vom Pinsel und der fängt ganz schnell an, ja, die Härchen
rechts und links stehen zu lassen. Wichtig beim Pinsel ist echt, dass der oben eine Spitze hat, aber ja, am Anfang reicht das auf jeden Fall. Das war dann echt so ein Weg und immer mal hier so ein Pinsel ausprobiert, sowas. Ich denke, es gibt dann, was du schon eben gesagt hast, das Drybrushen, die kann man theoretisch aus der Make-up-Abteilung im Drogeriemarkt kaufen. Ein schöner Make-up-Pinsel, da kann man, gibt es in verschiedenen Größen da günstig, damit kann man schön trotzdem bürsten. Die müssen ja vor allem irgendwie ja, vorne rund sein oder ein bisschen flacher, aber so ein bisschen größer sind die. Ich persönlich benutze mittlerweile, bin ich bei drei Größen von Pinseln hängen geblieben. Ich benutze von der Marke Da Vinci, benutze ich echt Haarpinsel in drei Größen, 3, 2 und 1. Wobei ich eigentlich mit dem, ja, für verschiedene Sachen, den großen für große Flächen, den Zweier, den kleineren für kleinere Flächen und den Einser oft nur für so Furchen, die ich nochmal dunkel malen möchte. Wenn es jetzt vielleicht wieder klassisch der Space Marine, der irgendwelche Furchen noch hat zwischen seiner Rüstung, die möchte ich doch dunkel haben. Und dann nehme ich den dünnsten Pinsel, den Einserpinsel, der aber auch nicht ganz so dünn ist. Und damit gehe ich nochmal durch diese Furche dann durch, damit die sich ein bisschen abhebt. Meiner Meinung nach braucht man erstmal nicht mehr. Und für alles andere, so Drybrushen oder so, da reicht auch jeder aus jedem Bastelladen, jeder Pinsel, den kann man sich zerschnibbeln und da kann man dann noch Effekte mit erzielen. Die Zitadellpinsel selber, da malen auch viele, die sind, glaube ich, auch in Ordnung. Ja, ich habe mich jetzt irgendwie so auf meiner Marke festgeschossen. Die halten super gut, die halten die Spitze gut. Die muss man auch pflegen. Da kostet der Pinsel 5 bis 8 € pro Pinsel. Benutze ich jetzt ein halbes Jahr und habe noch keinen nachkaufen müssen. Und aber das ist ein anderes Thema, für große Terrain-Sachen und sowas, da würde ich echt so Bastelpinsel einfacher benutzen. Ganz günstiger. Ja, alles klar. Also das klingt ja so ganz gut. Das heißt, wenn ich jetzt mir Pinsel kaufe, dann sollte ich darauf achten, auf die Pinselgröße achten. Und da ist es ja im Endeffekt so, dass das bei null losgeht, wobei ich mir auch ziemlich sicher bin, dass das bei jedem Hersteller unterschiedlich ist. Das Also nicht ich habe nicht das genormt, Gefühl, glaube ich. genau, das ist, das, da gibt es keine Norm, aber im Endeffekt Ich will kann so man davon groß, mittel und ausgehen. klein, ne? Genau. Also null ist das Kleinste, aber dann gibt es ja auch noch zwei Nullen oder drei Nullen, das ist dann noch Ja, ich habe kleiner. es nicht verstanden. Nee, Mikro, das ist genauso. Also Mikro, Makro. eine Null ist halt im Prinzip klein und das kann man halt bis ins ad absurdum treiben, dass man halt immer mehr Nullen noch hat und dann wird der Pinsel immer kleiner. Aber im Endeffekt ist das gar nicht so wichtig, dass man sich ganz viele kleine Pinsel kauft, weil da gibt es auch verschiedene Ansätze. Wichtig ist, dass man einfach eine gute Spitze hat. Man muss sich einfach überlegen, je bauchiger der Pinsel ist, also je größerer sozusagen der Bauch des Pinsels ist, weil meistens haben die Pinsel ja so eine Art gezogene Ovalform, die dann spitz oben zuläuft. Je bauchiger der Pinsel ist, desto mehr Farbe speichert der Pinsel für einen Malvorgang im Endeffekt. Und desto weniger muss man Farbe nachfüllen, sozusagen, indem man dann wieder in die Farbe den Pinsel taucht. Und deswegen ist es gar nicht für den Anfang gar nicht so super von Vorteil, dass man sich da so den Einhaarpinsel für die Superdetails irgendwie zulegt, sondern einfach so Genau. ein Einserpinsel zum Beispiel ist eigentlich für den Einstieg schon ganz gut oder halt wirklich so ein Starter-Set von Army Painter oder auch einfach von Citadel. Da gibt es hier, die haben zum Beispiel auch wieder ihre ganz eigenen Pinselnomenklaturen. Da gibt es zum Beispiel einfach den Base-Pinsel oder Layer-Pinsel, den den. Layer, genau, oder den Detail-Pinsel oder den Genau. Shade-Pinsel. Wobei, das finde ich, ist noch relativ wichtig. Also gerade wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie mit Contrast oder so arbeiten, dann sollte man sich auch schon eher so einen etwas bauchigeren Pinsel wie den Shade-Pinsel zum Beispiel von Citadel zulegen, weil der dann doch genug von diesem
von dieser Kontrastfarbe dann auch aufnehmen kann, dass man auch vernünftig was drauf bekommt auf die Figur, weil häufig ist das halt auch so, dass die sich unterschiedlich verhalten, diese verschiedenen Herstellerfarben, was das sogenannte Pooling angeht. Also gerade wenn man jetzt so ein Space Marine bemalt, dann packt man halt auf die Fläche die Farbe drauf und dann merkt man halt, dass sich da so Pools bilden. Also dass die gar nicht sofort irgendwie gleichmäßig verläuft auf der Fläche, sondern dass man da noch so Farbkleckse drauf hat. Und da muss man halt Genau. gucken, dass man möglichst mit einem Pinselstrich die Farbe gleichmäßig verteilt bekommt. Ansonsten bilden sich dann halt auch Schlieren. Also da muss man sich dann auch wieder rantasten. Also es kann auf jeden Fall Sinn machen, dass man da auch guckt, dass man sich irgendwie eine Testfigur bereitstellt, bevor man jetzt an dem super teuren Charaktermodell anfängt, da loszumalen. Dass man halt Ja. wirklich erstmal mit den Standardtruppen anfängt, um erstmal ein Gefühl für die Farbe zu bekommen. Und gerade deswegen macht es vielleicht auch Sinn, dass man nicht gleich als erstes mit den Speedpaints einsteigt, sondern dass man erstmal mit normaler Acrylfarbe anfängt zu malen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, weil spätestens nach der ersten Schicht Speedpaint, wenn man dann nochmal sagt, okay, jetzt will ich nochmal einen oben drauf setzen, wird man sowieso wieder zur normalen Acrylfarbe zurückgreifen, um dann irgendwelche Touch-ups noch Genau. zu machen. Aber das sind dann wieder, sage ich mal, Techniken für eine andere Folge, sage ich mal. Ja, total. Deswegen kann es auf Total. jeden Fall sinnvoll sein, sich dann doch erstmal für die erste Figur was weiß ich, man mit den Standard-Acryl-Pötten da von Games Workshop oder halt den Genau. Dropper-Bottles Ja. von Army Ja, das, Painter also das auszustatten muss dann auch und nicht der teuerste Rotmarder-Haarpinsel sein, ne? Der genau. 15-Euro-Pinsel oder so, sondern dann echt die Standardpinsel, weil man wird die ersten eh irgendwie versauen. Also Ja. das ist, glaube ich, bei den meisten so, dass sie die ersten Ja. Pinsel irgendwann wegschmeißen können, ja, weil das dann doch nicht genug reinigt. Und irgendwann ist es echt so, wenn der Skill steigert, dann muss auch ein anderes Werkzeug her und dann wird man auch den Genau. Unterschied zu einem Basic-Pinsel merken, aber am Anfang merkt man das mal nicht. Da muss man erstmal so ein bisschen Pinselkontrolle lernen, ein paar Mal, bevor dann so ein besseres Werkzeug wirklich Sinn macht. Ja. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Und dann gibt's ja jetzt, wenn man jetzt mit den Standard Acrylfarben loslegt, wird man relativ schnell feststellen, dass die ja doch ziemlich schnell trocknen. Aber da gibt's so ein paar Tricks, die man vielleicht auch schon in seinem Haushalt, wofür man die Materialien auch schon in seinem Haushalt vorfindet, um diese Trocknungszeit von Acrylfarbe so ein bisschen zu verlängern. Felix, du hast doch da bestimmt auch was in petto, was du den Zuhörenden mitgeben kannst, wie sie das hinbekommen können, ohne sich da extra was für kaufen zu müssen. Eine Webpalette oder eine Nasspalette, das kann man sich, also das kann man für viel Geld kaufen oder auch nicht so viel Geld, aber das kann man sich zu Hause ganz einfach selber machen. So habe ich es am Anfang auch viel gemacht und es gibt auch viele, die das immer noch machen. Und zwar, man nimmt sich eine Tupperdose oder muss auch nicht Tupper sein, sondern kann jeder Plastikdosenhersteller sein, der Hashtag Werbung. ich will jetzt keine Werbung für Tupper machen. Wo die sehr gut funktionieren, die müssen nur dicht schließend sein. Und vielleicht muss der Deckel so ein bisschen Tiefe haben. Darauf komme ich gleich noch, warum. Genau, Tupperdose, Größe, egal, wie man möchte. Keine Ahnung, Standard-Plastikdosengröße. Dann braucht man noch so eine, ich benutze so eine Art Hausschwamm, wie sie jeder kennt, so viereckige Schwammtücher, die so ein bisschen dicker sind und ein bisschen das Wasser halten. Also nicht so ein ganz dünnes Tuch, sondern so ein Schwammtuch und Backpapier. Gibt es halt meistens hier in Deutschland in Braun, gibt es auch manchmal in Weiß. Weiß wäre natürlich noch besser, aber Braun, ganz normales Backpapier ist völlig in Ordnung. Und dann da muss man den Schwamm und das Backpapier wahrscheinlich so ein bisschen zurechtschneiden, damit es in den Deckel der Dose passt. Macht den Schwamm nass oder legt den erst in den Deckel, macht den dann feucht, sodass er komplett durchfeuchtet ist und in den Deckel passt und legt dann da das
Pergamentpapier bzw. das Backpapier drauf und schließt dann die Dose mit dem Deckel nach unten liegend. Und warum machen wir das Ganze? Habe ich vergessen? Damit die Farbe beim Malen nicht austrocknet. Macht man das auf einer normalen Palette, auf dem Teller oder auf dem Tisch oder in so kleinen Döschen, dann trocknet die Acrylfarbe doch sehr schnell, während man malt, aus. Und dann ganz schnell haut man den Pinsel im Prinzip auf ein ausgetrocknetes Stück Farbe. Und auf der Nasspalette trocknet die eben nicht aus, ohne dass sie irgendwie großartig verwässert, sondern die bleibt halt einfach wie sie in der ja wie sie im Pott ist. Und man kann die da auch dann schön auf der Nasspalette noch ein bisschen flüssiger machen, wenn man das möchte, oder vermischen untereinander, wenn man das möchte. Aber das ist einfach super praktisch. Am Anfang dachte ich mal, das wäre dafür da, damit man es am nächsten Tag auch noch benutzen kann und auch am übernächsten und am überübernächsten. Aber das ist so, das geht auch manchmal, aber oft trennt sich dann auch schon das Medium in der Farbe und die Pigmente trennen sich und dann, ja, die Farbe ist dann einfach nicht mehr so frisch und gut und sieht auch ein bisschen anders aus. Würde ich also nicht dauerhaft empfehlen, sondern schon dann neues Pünktchen auf der Nachtpalette machen. Und ja, das hilft auch für Beginner echt beim Malen, wenn die Farbe nicht austrocknet, weil man sollte auch als Beginner eh gucken, dass die Farbe ja immer ein bisschen verwässert wird. Damit also nicht so dick drauf tragen, weil dann sieht man die ganzen schönen Details nicht mehr, sondern ein bisschen auf der Nasspalette verwässern. Und dann oft mit two thin coats malen, ne? Mit zwei dünnen Schichten oft, damit es schön deckt, aber nicht die Details übermalt werden, so dass man die nicht mehr erkennen kann, weil man da dicke Farbklecksen drauf wischt. Das ist keine Spachtelmasse, sondern das soll ja eine dünne Farbschicht sein, die aber dann am Ende deckend ist. Ja, und das habe ich auch ganz, ganz lange selber gemacht, diese Farbpalette. Und ja, so gekaufte Paletten, die kosten 20 bis 30 €. Gibt es von allen Herstellern. Ich glaube, außer von Games Workshop. Ich glaube, die haben keine, In der Tat, also Games Workshop hat nur so einen ne? Block Ja. mit Papier, relativ undurchlässigen Papier irgendwie, wo man dann auch seine Farbtexte drauf machen kann und das dann noch verdünnen kann mit Wasser oder so. Aber ja, da trocknet die Farbe natürlich trotzdem schneller aus. Und ich habe damals meine ersten Gehversuche mit einer Nasspalette wirklich einfach gemacht. Ich habe mir einfach einen Teller genommen, habe da diesen so einen Schwamm draufgelegt. Ne? Also das findet man ja meistens in der Küche, ne? Diese gelben Lappen halt, die so ein bisschen Geht schwammmäßig auch, sind. ne? Ja, musst du ein bisschen Wasser speichern können, das reicht. Ja, genau. Und dann einfach ein bisschen Backpapier drüber. Und was halt nur schnell auch passiert, ist, dass man zu viel Wasser benutzt, dass man dann halt wirklich da so einen kleinen See hat und dann saugt sich dann doch die Farbe ganz schnell wieder mit Wasser voll und wird dann sch relativ schnell dann auch zu flüssig. Das ist mir ganz häufig passiert. Und was man natürlich auch nicht auf der Nasspalette benutzt, sind Washes. So, weil die, ja, die sind ja sowieso schon super dünnflüssig. Das heißt, die braucht man nicht auf die Nasspalette zu packen, sondern die kann man auch einfach so aus einem, was gerne gemacht wird, aus einem Bierdeckel zum Beispiel dann auftragen. Und auch jetzt, wenn wir in Richtung Speedpaints, Contrast, Express Colors gucken, das sind auch Farben, die man jetzt nicht unbedingt auf die Nasspalette draufpackt. Aber da ist es ja auch meistens so, dass man dem Namen entsprechend weil es ja Speedfarben sind sozusagen, gar nicht so lange wartet beim Auftragen irgendwie oder so, dass die überhaupt auf der Palette austrocknen, sondern vielleicht höchstens ein kleiner Rest, der zurückbleibt. Und dann hat man da auch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, dass man ein bisschen länger malen kann, ohne alle 20 Minuten die Farbkleckse erneuern zu müssen. Auf jeden Fall. Ja, genau. Also, ja, ich habe auch schon mal Washes da drauf gemacht, aber man braucht es dann wirklich nicht, zumal man die Games Workshop Washes ja direkt aus dem Pott holt und alle Genau. getropften Washes, die kann man sich so auf dem Tellerchen dann doch tatsächlich machen. Aber wenn man jetzt auch nicht mehrere Sachen haben will, kann man die auch auf die Nasspalette machen, nur dann darauf achten, dass man es nicht in Wassertropfen reintropft, Ja. weil dann ist es echt zu flüssig.
Und auch bei den gekauften Nasspaletten, es kann immer sein, dass Farben auch mal in den Schwamm drunter durchgehen. Vor allem Ja. bei den Speedpaints ist mir das aufgefallen, da habe ich schon so manche Nasspalette mit irgendwie so manchen Schwamm mit zerhauen. Ja, aber trotzdem ein super nützliches Tool, was ich auch schon einem Anfänger empfehlen würde, vor allem wenn das zu Hause einfach selber machen kann. Auf jeden Fall, also das erleichtert einem selber ja auch einfach nur das Malen und erhöht den Spaßfaktor dann im Endeffekt, und darum soll es ja auch primär gehen, um Spaß, und deswegen alles, was da irgendwie positiv zu beitragen kann, sollte auf jeden Fall erwähnt werden. Wenn euch jetzt noch irgendwelche Tools einfallen sollten, die ihr als essentiell empfindet und wir hier frecherweise einfach vergessen haben sollten, dann lasst uns doch gerne mal einen Kommentar da, vielleicht über den Discord, oder wir laden ja die Folgen hier auch auf YouTube hoch zum Beispiel. Wir sind da auf jeden Fall immer ganz gespannt auf euer Feedback und auf eure Kommentare, die sonst so zu unseren Folgen kommen, und da freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf. Jetzt haben wir ja relativ ausgiebig, würde ich sagen, den Einstieg in die Miniaturenbemalung besprochen. Wenn die geneigten Zuhörenden jetzt, sage ich mal, aber losziehen, dann haben sie jetzt relativ viel Theoriewissen von uns mit an die Hand gegeben bekommen. Aber jetzt wäre es ja vielleicht noch mal für die ein oder anderen Zuhörenden relativ interessant, mal das Ganze anhand eines Praxisbeispiels zu hören. Wie würdest du denn jetzt vorgehen, angenommen, du würdest jetzt noch mal neu anfangen mit Miniaturbemalung, und du würdest jetzt in deinem friendly local Gaming Store deinen ersten Trupp Primaris Marines kaufen, und dann halt entsprechend die Mindestanforderungen an Zubehör dazu. Was würdest du denn dann jetzt kaufen, und wie würdest du dann loslegen, aus dieser Papppackung mit Plastik gefüllt die ersten Figuren rauszukriegen? Genau, was, also ich habe meine erste Box vielleicht im GW-Store, hoffentlich, aber in einem im kleinen örtlichen Hobby-Store meine erste Box Marines gekauft. So, ich brauche einen Knipser, um die rauszuknipsen. Ich brauche ein Messerchen, um sie sauber zu machen. Und ich brauche Kleber. Sekundenkleber, Plastikkleber, egal. Das, was ich finde an Kleber. Meistens ist das Sekundenkleber, den man im Haushalt hat. So, und dann brauche ich ein Grundierspray. Farbe, auch egal. Schwarz, weiß oder blau für Space Marines, weil wenn ich mir meine erste Packung Space Marines kaufe, dann male ich die doch gefälligst blau. So, das wäre Ultramarines. Das heißt, ich muss das Plastik grundieren, kaufe ich mir so eine große Spraydose. Dann kaufe ich mir Farben. Was für Farben kaufe ich mir? Ja, blau wird auch auf jeden Fall dabei sein. Guck mal hinten auf die Box, da gibt es so eine Farbempfehlung. Da kann ich ganz viel Geld auch da lassen bei der Farbempfehlung. Meistens mache ich das aber dann auch und sage mir, alles klar, da müsste dann ja alles dabei sein, was ich brauche. Bei so einem Space Marine ist das ein Blau, das ist ein Schwarz für die Knarre und das ist ein bisschen Metall. Und dann hat er noch ein kleines Ledertäschchen bestimmt und rote Augen vielleicht. Und das heißt, jetzt habe ich so 5 bis 10, na, 10 wäre schon viel. Ich sag mal 4 bis 8 Farben. hört sich besser an. Ja. 4 bis 8 Farben nehme ich mit. Wenn ich mir vorher schon mal ein YouTube-Video angeguckt habe, nehme ich mir vielleicht auch ein Becher Nine Oil mit. Das ist ein schwarz-grauer Wash. Den nehme ich mir auch mit, weil ich weiß, den kann man schön in die Schlitze und Ecken, der läuft da schön rein und so sieht es am Ende noch ein bisschen schöner aus. Dann kaufe ich mir noch einen Pinsel, vielleicht sogar zwei, in zwei verschiedenen Dicken, ein ganz grob mittel und ein dünn. Und damit, ich gucke gerade auf meinen Schreibtisch und damit gehe ich nach Hause.
Da, ich habe, glaube ich, habe nichts vergessen. Nee, dann gehe ich nach Hause. Und dann fange ich an zu malen. Erstmal zu basteln, nach Anleitung zu kleben. Dann grundiere ich. Baue alles komplett zusammen. Und grundiere das dann. Und dann fange ich an mit meinem ersten Basecoat. Mal schön alles blau. Oh, sieht super aus. Male ich die Waffe schwarz. Auch gut. Was bleibt noch übrig? Ein bisschen braun auf die Ledersachen. Am Ende die Metallic-Farben. Ach ja, da ist auch noch ein bisschen Gold auf dem Brustpanzer. Habe ich mir natürlich auch gekauft, statt hinten drauf. Dann mache ich vielleicht so ein bisschen leichtes, man sagt, ich glaube, Pinwash nennt man es. Ich versuche in die Lücken so ein bisschen die noch dunkler zu machen, dass die einzelnen Elemente der Figur sich noch voneinander absetzen. Ja, da wird viel bei geschlabbert, nicht schlimm, kann ich mit der Blau wieder drüber malen, mach es ein bisschen sauberer, besser am Ende noch alles nach. Hab dem Space Marine natürlich einen Helm aufgesetzt, so kein Gesicht, weil ist erstmal vermeintlich ein bisschen einfacher. Ich persönlich mal lieber Gesichter. Dann habe ich eigentlich einen kompletten Space Marine. Naja, ich habe mir nicht nur eine Blau geholt, sondern ich habe mir zwei Blaues geholt. Weil dann gibt es noch eine leichte Advanced-Technik, das Edge-Highlighten. Ich sag mal so, ich umrande alle Kanten noch mit einem helleren Blau. Habe ich in einem Video gesehen. Hat mir der Typ im Laden empfohlen. Mache ich einfach. Und sieht auch gut am Ende aus. Und dann steht mein Space Marine erstmal auf einer schwarzen Plastikbase. Und dann bin ich fertig. Jetzt fängst du hier schon mit Advanced-Techniken an. Ich Habe ich die glaube, Base gestalten? wir haben den geneigten Anfängern schon eine ganze Menge zugemutet heute und würde daher sagen, dass wir es erstmal dabei belassen und uns es offen lassen, in kommenden Folgen vielleicht noch näher auf solche Advanced-Techniken wie auch das Edge-Highlight nochmal näher einzugehen. Wenn man natürlich die Figur erstmal basemäßig bemalt hat, dann fängt der Spaß ja erst richtig an. Allerdings hat man nach den ersten zwei, drei Minis, die man dann so bearbeitet hat, sich erstmal die Grundlagen raufgeschafft, was, glaube ich, eine gute und wichtige Basis ist, um mit den Miniaturen malen vollkommen durchzustarten. Allerdings ist das wirklich nur der Türöffner, über den wir hier gerade gesprochen haben. Also, wir haben jetzt vielleicht gerade mal den großen Zeh in der Tür. Ja, Nur damit ihr schon mal genau. wisst, was auf euch zukommt. Mehr ist das noch nicht. Also, das ist wirklich nur, sind nur die absoluten Basics, worüber wir jetzt unserer Meinung nach gesprochen haben. Und die Welt des Miniaturenbemalens ist unfassbar riesig, unfassbar viel Kram, den man sowohl was Techniken als auch was Zubehör angeht, sich raufschaffen und anschaffen kann. Und was da noch so auf euch zukommt, darüber werden wir mit Sicherheit in Zukunft auch noch sprechen. Felix, ich danke dir erstmal ganz herzlich für deine Zeit und dass du uns mit deinem wundervollen Wissen hier so echt bereichert hast heute. Ja, gerne, gerne. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das nochmal vertiefen könnten in einem zukünftigen Gespräch. Ja, auf jeden Fall gerne. Die Sachen waren ja noch alle frisch bei mir, weil ich glaube, ich hatte zum Anfang gesagt, ich mache ja erst seit einem Jahr oder so. Und aber dafür täglich. Und ich habe schon so alle Sachen mal angerissen. Und diese Basics waren halt noch irgendwie frisch bei mir drinnen. Genau, ich kann es mir genau vorstellen, wie ich damals angefangen habe. Und habe noch die Miniaturen hier vor mir stehen. Und ja, ich hoffe, ich konnte damit Leuten, die sich überlegen zu malen oder die vielleicht sich so mit dem Hobby beschäftigen, aber irgendwie den Einstieg noch nicht geschafft haben, damit irgendwie begeistern, dass sie sich einfach mal ein paar Basics holen und jetzt einen kleinen Guide haben, wie sie es machen. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Ich würde gerne wiederkommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das bestimmt den einen oder anderen abgeholt haben wird. Leute, ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Wir sind eure Dysonauts. Tschüss.